Support und ich danke Ihnen zunächst einmal für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung, dass Sie sich angemeldet haben und heute hier dabei sind. Mein Name ist Phoebe-Stella Holtgrün. Ich bin Leiterin Projektmanagement am Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin und bin heute Ihr MC. Zunächst deshalb einige organisatorische Hinweise. Bitte lassen Sie Ihr Mikrofon zu jeder Zeit ausgeschaltet, beziehungsweise unser Host heute wird Ihr Mikrofon auch nur zulassen, wenn Ihnen das Wort erteilt wird. Im Rahmen der Podiumsdiskussion plant die Moderatorin auch Fragen aus dem Publikum zuzulassen. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, sich mittels der Handhebefunktion von Zoom zu melden und dann, wenn Ihnen das Wort erteilt wird, mündlich Ihre Frage auf Deutsch oder Japanisch zu stellen. Bitte zögern Sie nicht, sich zu melden. Der Chat ist heute nicht für Ihre Fragen zugelassen. Bitte stellen Sie keine Fragen im Chat. Wir bitten freundlich um Ihr Verständnis dafür. Für den Fall, dass Sie unbeabsichtigt das Zoom-Meeting verlassen sollten oder sozusagen aus technischen Gründen rausfliegen, können Sie sich jederzeit mit der vorab zugesendeten ID und dem Passwort wieder anmelden und wir lassen Sie dann wieder in das Symposium hinein. Dafür ist es aber auch wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Klarnamen anmelden und wir wären unseren japanischen Gästen heute auch sehr dankbar, wenn Sie Ihren Namen bitte in Romaji schreiben können. Wenn Sie Ihren Namen mit Kanji geschrieben haben, wäre es sehr freundlich, wenn Sie diesen in Romaji umwandeln. Herzlichen Dank auch hierfür. Ich darf auch ankündigen, dass unser Kooperationspartner, die Japan Foundation, im Anschluss an die Veranstaltung eine Umfrage durchführen wird und sich über Ihre zahlreichen Antworten freut. Zu dieser Umfrage werden Ihnen noch Informationen zugesendet werden. Und wir kommen nun zur eigentlichen Eröffnung unserer heutigen Veranstaltung und ich bitte die Generalsekretärin des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin, Frau Dr. Julia Münch, um ihre Begrüßung. Ich möchte Ihnen allen zunächst alles Gute für das neue Jahr wünschen. Ich hoffe, Sie sind da gut reingekommen. Ich weiß, es ist schon Ende Januar, aber ich glaube, es ist nicht zu spät, gute Wünsche auszusprechen, vor allen Dingen nicht in diesen herausfordernden Zeiten. Und diese Gelegenheit wollte ich wahrnehmen, bevor ich Sie jetzt sehr herzlich begrüßen möchte zu unserer virtuellen Veranstaltung zur Zukunft des Essens. Also sehr geehrter Herr Professor Kosaka, sehr geehrte Frau Professorin Rückert-John, verehrte Sprecherinnen und Sprecher in Japan und Deutschland, liebe Frau Professorin Reier, sehr geehrter Herr Kojima, liebe Gäste vor dem Bildschirm, ich möchte Sie herzlich begrüßen. Es freut mich sehr, dass wir über 200 Personen aus aller Welt für unser Thema hier heute begeistern konnten. Warum haben wir dieses Thema ausgewählt? Wir als Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin haben auf unserer Agenda vor allem Zukunftsthemen mit globaler Relevanz, aus denen sich ein Kooperationspotenzial ergibt für Japan und Deutschland, sowie zum Beispiel die digitale Transformation und den damit verbundenen Wandel unserer Wissenskultur, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, internationale Technologiekooperation, die Konsequenzen aus dem demografischen Wandel und eben last but not least auch die aus der Globalisierung erwachsene Verantwortung, zum Beispiel in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und eben auch Ernährung. Und zwar die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung bei immer knapper werdenden Ressourcen. Es geht daher heute nicht um individuelle Essensvorlieben und leider können wir dem Format hier geschuldet heute auch kein Food-Tasting anbieten, sondern vielmehr wollen wir uns im Rahmen dieses Symposiums der Frage widmen, wie wir international und mit vereinten Kräften kreative Ideen entwickeln können, um weltweit eine krisensichere, klimafreundliche und nachhaltige Ernährungssicherheit zu erzielen, ohne dabei lokale Besonderheiten aus dem Blick zu verlieren. Unter anderem gibt es ja in diesem Bereich schon zahlreiche Food- und Food-Tech-Startups und natürlich auch große Industrieunternehmen, die zum Beispiel Lösungen für die Kultivierung im urbanen Raum oder proteinreiche Alternativen zu tierischen Produkten entwickeln. Der Zeitpunkt für unser heutiges virtuelles Symposium hätte meines Erachtens kaum besser gewählt sein können. Just gestern nämlich zeigten mir die sozialen Medien rauf und runter, trat in der EU eine neue Verordnung in Kraft, die ab sofort den Zusatz von Hausgrillen in gefrorener, getrockneter oder pulverisierter Form in Lebensmitteln erlaubt hier in der EU. Ab morgen gilt das auch für die Larven des Getreideschimmelkäfers.
Und derzeit hier in Berlin findet nach zweijähriger Corona-Pause auch die Internationale Grüne Woche statt, die weltweit größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Und zeitgleich dazu fand letzte Woche das Global Forum for Food and Agriculture statt, sozusagen als hochrangig aufgehängtes politisches Event zur Grünen Woche, an dem unter anderem auch die Landwirtschaftsminister aus Japan und Deutschland teilnahmen. Und auch dort stand die Verbesserung der internationalen Kooperation für krisenfeste und klimafreundliche Ernährungssysteme der Zukunft im Zentrum der Diskussion. Einen Teil dieser Themen werden wir im heutigen Symposium aufgreifen, wobei wir den Fokus auf Deutschland und Japan legen und dabei auch auf lokale Lebensmittelproduktion und Esskultur eingehen werden. Zum Thema Esskultur, wenn ich definieren sollte, welche Elemente konstituierend für die nationale, kulturelle oder auch regionale Identität sind, würde mir nach der Sprache als nächstes bestimmt das Essen einfallen. Nicht umsonst gibt es ja im Deutschen das geflügelte Wort, der Mensch isst, was er isst, was bedeutet, dass Ernährung eben auch soziale, politische, ökonomische, psychologische und kulturelle Dimensionen hat. Und trotz Globalisierung kann wahrscheinlich jeder für viele Länder ein typisches Gericht nennen, wie zum Beispiel die japanischen Gäste hier in Deutschland oft Wurst, Haxe und Bier erwarten, während wir Deutschen die japanische Esskultur automatisch oft mit Sushi verbinden. In Japan ist die regionale und auch saisonale Ausdifferenzierung des Essens allerdings viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. So gibt es zu bestimmten Festtagen wie Neujahr oder dem Mädchenfest traditionell ganz bestimmte Gerichte. Eine Tradition, die auch in Deutschland noch in Begriffen wie Martinsgans oder Osterlamm zu erahnen ist. Natürlich gibt es auch in Deutschland regionale Spezialitäten wie Lapskaus oder Kässpätzle, aber dies lässt sich kaum mit der japanischen Begeisterung für lokale Produkte vergleichen. Man muss nur einen japanischen Reiseführer aufschlagen. Dort bekommt man für jedes Dorf eine Liste mit den typischen lokalen Produkten, die man entweder vor Ort verzehren oder als Omiyage, als Mitbringsel für Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen kaufen sollte. So gibt es beim Essen in Japan und Deutschland also zahlreiche Unterschiede. Und zwar nicht nur den offensichtlichen, dass man hier bei uns tendenziell mit Messer und Gabel und in Japan tendenziell mit Stäbchen isst. Diese Unterschiede, aber eben auch die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Japan bei einer Vielzahl von Themen sichtbar zu machen und für die beiden Länder ja im Rahmen verschiedenster Formate einen Dialog anzustoßen. Das genau ist unsere zentrale Aufgabe hier im Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin. Ich darf uns und Ihnen nun allen einen spannenden Austausch wünschen mit vielen neuen Erkenntnissen. Und ich würde mich freuen, wenn wir Ansätze für kreative Ideen entwickeln könnten, wie wir globale Herausforderungen meistern können, ohne die lokalen Besonderheiten aus dem Blick zu verlieren. Bei den Rednerinnen und Rednern bedanken wir uns sehr herzlich für Ihre Vorbereitung und dass Sie Ihre Expertise mit uns teilen. Ich habe eben mal in die Lebensläufe ganz ausführlich reingeschaut und bin ganz gespannt auf das Zusammentreffen ja doch von Personen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und bei unserem langjährigen Kooperationspartner, der Japan Foundation, möchte ich mich ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Tradition eines alljährlichen Gemeinschaftsprojekts weiterhin aufrechterhalten. Und dann zuletzt natürlich Ihnen allen einen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Alles Gute, viel Vergnügen bei der Veranstaltung. Dankeschön, Frau Dr. Münch. Und nun darf ich unseren Kooperationspartner, die Japan Foundation, bitten um Ihre Begrüßung durch Herrn Hiroyuki Kojima, Managing Director des Global Partnerships Departments bei der Japan Foundation. ドイツの皆さん、おはようございます。そして日本の皆さん、こんばんは。国際交流基金、国際対話部長の小島でございます。本日はお忙しい中、国際交流基金とベルリン日独センターの共催シンポジウム、日独対話から考える食の未来にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。国際交流基金は、日本と海外の人々の相互理解を深めるために、さまざまな交流事業を行っている日本の公的機関です。ベルリン日独センターとは長い協力関係にありまして、毎年さまざまなグローバルな共通課題に対する対話事業を行っております。今回のフォーラムで取り上げますのは食でございます。今、ミュンヒ事務総長からもありましたとおり、食というのはさまざまな側面、さまざまな観点をはらんだテーマでございます。
もちろん生きていくのに欠かせない栄養摂取という面だけでなくですね、食にはその国の文化伝統と結びついた食文化という側面があります。また農業漁業牧畜の持続可能性など環境生態系に影響を与える問題もあります。近年食をめぐるさまざまな問題が提起されるようになり、人類の未来が食という問題と深く結びついているということがますますクローズアップされるようになっております。来るべき未来に世界はどのように向き合うべきか、本日は日本とドイツから研究者の方、生産流通に関わる方、またジャーナリストなど多様なバックグラウンドを持った方々、素晴らしい講演者パネリストの方々にご登壇いただき、コルネリア・ライア先生のモデレーションのもと、さまざまな事例を共有しながら考察を深めていただきます。本日のシンポジウムが持続可能な社会の実現に向け、来るべき未来のあるべき姿について登壇者とともに深く広く考える一つの機会となること、また本日ご参加の皆さんが食というレンズ切り口を通してですね、お互いの文化や価値観について深く理解する助けとなることを願っております。最後になりましたが、本シンポジウムにご協力いただきましたモデレーター、登壇者、パネリストの皆さん、そして共済団体として本事業の実現にご尽力いただきましたベルリン日読センターの皆さんに改めて心より感謝を申し上げます。それでは本日のシンポジウムで刺激的な議論が行われることを大変楽しみにしております。では最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。Vielen Dank, Herr Kojima. Unser Symposium ist so aufgebaut, dass wir nun zunächst zwei Keynotes haben aus Japan und aus Deutschland von renommierten WissenschaftlerInnen, die aus ihrer Forschungsperspektive uns an das Thema Zukunft des Essens heranführen werden und dabei ausgewählte Aspekte rund um Nachhaltigkeit, Resilienz und lokalen Essenskulturen aufgreifen werden. Und ich freue mich nun sehr, zunächst den Keynote-Sprecher von der japanischen Seite ankündigen zu dürfen. Herr Professor Ryo Kosaka ist Professor an der Graduiertenschule für Agrar- und Biowissenschaften an der Universität Tokio. Dort hat er auch studiert, außerdem an der Universität Freiburg. Er ist also Deutschland erfahren. Und er hatte auch weitere internationale Positionen inne am regionalen Umweltzentrum für Mittel- und Osteuropa in Ungarn, im Sekretariat des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt in Kanada. Er hat das Exekutivkomitee der COP10 in Nagoya beraten und hatte zahlreiche weitere Tätigkeiten als Regierungsdelegierter, Gastwissenschaftler und Mitglied in verschiedenen Gremien. Herr Professor Kosaka spricht hervorragend Deutsch. Freundlicherweise hält er seinen Input-Vortrag auf Japanisch. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen, Herr Kosaka, und freuen uns nun in den nächsten 15 Minuten von Ihnen Einblicke in die Zukunft des Essens, Nachhaltigkeit und Essenskulturen zu bekommen. よろしくお願いします。では画面共有しながらいきたいと思いますが、タイトルに食卓と付けさせていただきました。ヨーロッパではファームトゥフォーク戦略という形で食卓という言葉を使っております。日本では緑の食料システム戦略ということで、それぞれ、2030年2050年という時期は違いますけれども、有機農業 の拡大なども目標にしています。で、今ほどご紹介いただきましたように、ハンガリーですとかカナダで生活しておりました。ドイツでも生活しておりました。で、食べ物がアイデンティティという話で思い出すのは、例えばハンガリーであればクリスマスにコインがゼリーに入って出てきたり、ドイツではミルヒライスといって甘いお米をデザートというかご食事として食べたりします。私たちには馴染みのある食材ではあるんですけども、食べ方が随分違うということで驚いたのを覚えています。逆に日本のおはぎなどは甘い豆ということで、ドイツの方にしてみると少しキーに最初は感じるかもしれません。今でもこういった生物多様性の交渉などにも参画しておりますが、小さい頃からいろいろな国を移って生活してまいりました。で、 SDGs と生物多様性、あるいは SDGs とカーボン、水、生物多様性、こういったものは大きなテーマとなっております。1972年の
ザ・ブルー・マーブルという写真は有名ですけども、私たちは先進国も途上国も、日本もドイツも、そして途上国も地球を共有しているという意識が芽生え始めたのが70年代かと思います。ただこの地球を共有しているほど、その問題の出発点は共有していないという難しさが今なお、こういった国際交渉を難しくしているのではないかなと思います。生物多様性の場合、保全、持続可能な利用、利益配分、遺伝資源の公平かつ公正な利益から生ずる利益の配分という3つの柱に関して活動を、目的に活動をしております。でこれがその文字のバージョンですけれども、なぜ3つ目の経済的なものがこの目的にゴールの中に入っているのかといいますと、これはやはり先進国だけではなくて発展途上国にとって、そういった保全とか持続可能な利用を可能にするためには、経済的あるいは技術移転というものも大事であるからという理由になります。これは昨年の12月に開催された COP15 でも大きなテーマとなりました。これは昨年の12月にカナダのモントリオールで中国が議長国で開催された CBD の生物多様性条約の第15回締約国会議 COP15 の様子でございます。ドイツのテレビの方も来ていることが伺えるかと思います。この中で2030年までに陸と海の保護区ないしは他の手段で有効に保全をしていく場所を2030年までに 30%、 30 by 30という目標が、採択されました。その他農薬や、肥料な等々を含む、議論もありましたが、さまざまな農業に関する項目についても目標が設定されました。ただ同時に途上国からはそれを可能にするような資金のメカニズムとか利益の配分をしっかりしろというような、かなりの激しい対立もあったことも事実です。で、こういった環境に関わるものというのは、これはSDGs のウェディングケーキと呼ばれるものですけど、社会と経済の土台となってくるものです。で、本日は生物多様性ですとか環境の方の話を、お話しさせていただきたいと思います。で日本の場合、非常に大きな特色として、すみません、こちらのそれで日本語ですけれども、都市と農村部地域のバランスが悪いのではないかということを研究者などは、懸念心配しております。これは特に日本の中で大きな問題となる。気候変動ですとか生物多様性の課題というのは世界的に共通なんですが、特に日本の中で課題となってくるのは、都市部に人とか経済が集中してしまう、狭い意味での経済が集中してしまうことによって都市と地域とのバランスが崩れているのではないかということを懸念、大きくされている状況にあります。でその中で伝統的な野菜ですとか、在来品種、こういったものは非常に大事な役割を果たします。3つの観点から大きな役割を果たしておりまして、これは環境に関わるような題材であるということ、養蜂とか蜂とか生物多様性とかそういった観点、あるいは遺伝資源として重要となってくるということ、何か気候変動に適応していくためにいろいろな素材があった方が良い、保険のような役割を果たせるということですね。で最後に強度の学習とかですね、文化をアイデンティティの面も含めて大事になってくる項目となります。生物多様性というといろいろな生き物がいるということがを考えがちなんですけども、実際にはその生き物たちがつながり合って関係し合って存在しているということが非常に大事になってきます。で人間はその、上の方にいる、シンボリックな、種ですね、アイコンになるような種を保全するということも行いますし、同時にその下層にある下の方にある農業ですとか林業というものを通して植物にも影響を及ぼすということで、極めてこの食物連鎖ですとかその関係する中で大きな役割を果たしています。良くも悪くも大きな役割を果たしています。でこれは日本の中でですね、こういった環境配慮型の農業が広がっていったあるエリアを示しておりますけれども、
20年以上かけて、まあ、消費者が理解してくれることによって徐々に広がっていく様子が、示されています。ただドイツと大きな違いは、日本全体では有機農業の面積というのは 0.6% ということになっております。これを2050年までに 25%、まあ、EU の場合は2030年まで 25% という目標というふうに理解しております。で、まあ、こういった形で、お米の有機でそこに生活をしている、この場合はコウノトリをシンボルにした、お米というものも販売されて、そこにはプレミアム、普通のものより価格が高く、ついているということがあります。でこちらはお酒です。ドイツは朝で、私たちはもうすぐ夕方なのでだんだん喉が渇いてきましたけども、そこからできたお米でお酒を作ったりもしています。でここに私たち、日本は人口が大きく減っていく社会にあるんですけども、一つヒントがあります。これから人口が減っていく中で量を追いかけるという製品から、そこの場所ではないと消費できないもの、まあ、フランス語のテロワールですとか、そういった形でその場所ならではのものを生産して、まあ、より高いプレミアムのついたものを、まあ、購入いただくということがお酒の世界でも大事ではないかという議論が始まっています。古くは関西のエリアがですね、そのたくさん生産する方ではナショナルブランドとして有名なんですけども、現在は例えば東北ですとか北陸、そういったエリアの地酒と呼ばれる日本の、まあ、ローカルなお酒というものが注目大きくされるようになってきております。これは北陸エリアで私が手伝いをしている、地理的標準の保護の手伝いをしているところで、テイスティングをしています。私はお酒はそんなに詳しくないんですが、やらせていただいております。でこのようにいろいろなエリアにいろいろな生態系がある、水がある、そういったことによっていろいろな産品が生まれてくるということが非常に大事なのではないかなと思います。またそういった場所をですね、いろいろな形で遺産として、あるいは保護区として守っていくということが、とても大事になってくるのかなと思います。これは佐渡の事例ということになります。世界農業遺産に登録されているエリアです。もう一つエリアの認定と合わせて商品のレベルでそれを登録して守っていく制度として、地理的表示の保護制度、ジオグラフィカルインディケーションという仕組みがあります。で日本は比較的ヨーロッパと比べて若く新しくこの制度を取り入れています。まだ10年経っておらず、まあ、2015年ぐらいから、スタートした仕組みとなっています。これはその場所の、まあ、そういった環境ですとか風土と、その商品の品質が結びついているということを、その生産の仕方と品質を、まあ、登録をしてですね、国が、まあ、保護をしていく、知的財産として保護をしていくという仕組みということになります。これが、日本のマークです。で、もともとはフランスの、ワインが発祥になってきておりまして、まあ、不作の時にですね、低品質のものが出回ってしまったことによって、そういうものを取り締まったところからフランスの、まあ、仕組みとして、スタートしているものになります。で日本も、まあ、お酒以外でも、農作物でそういったものがスタートしているということになります。ヨーロッパの場合は PDO と、PGI という2つの、まあ、仕組みがございますけれども、日本の場合は GI という地理的表示の保護制度というものが一つある形になっております。すいません、まあ、地理的表示の保護制度と、通常の商標ですとか、そういうものを比較すると国の役割がですね、この地理的表示の保護制度は大きいということがあります。品質の管理ですとか登録に、まあ、役割を果たすということと、 EU と日本、まあ、ドイツも含めて EU と日本というのはそこをお互いに認証する国際的な、協定がありますので、日本と EU それぞれで例えばヨーロッパのチーズとか燻製肉、こういったものが日本でも保護されて、日本でまあ登録をされた和牛関連の肉ですとか、そういった商品はヨーロッパでも保護されているという仕組みがございます。ただ実はですね、こういったものを登録するときには非常に大きな問題があります。それは生産者が自分たちが生産しているものの品質ですとか、どれぐらいのタイミングでどれぐらい長く生産をしているのかということが統一されなければいけません。でこれは伝統野菜と呼ばれるものがどれぐらいの時期のものに開始されているかというもののバラエティを示しています。こういったものを、まあ、統一していくというものは簡単ではありません。
これはタイの例になってしまうんですけども、空間的にもいろいろな場所にまたがっていることがあります。最初は一つの州で生産されて登録されていたジャスミンライスなんですけども、これが実は複数の県にまたがっているということから、最初の県だけではなくて結果的に5つの県で登録をし直すと、空間的に広がりがあったということからやっていく、このように時間と空間をまたいでさまざまな形で生産されているものを統一して登録していくことの難しさと、生産者がどのようにそういったものを合意していくのかということが大事になります。これはすみません、日本語で書いた本になります。で、最後に日本とドイツですごく違いが目立つものとして、新しいテクノロジー、フードテックと呼ばれるものに対する、需要というかが少しあるのかなと思います。日本の場合はまだ、そこまで大きな抵抗もなく、そういったものが入ってきているように思いますが、先ほどの挨拶でコオロギがヨーロッパでも、許可され始めているという意味では私の認識は少し古いのかもしれませんが、どちらかというとやっぱり日本の方は新しいもの好きという雰囲気が強いようにも思います。で、これはすみません、ドイツで見かけたスマート農業の話ですとか、あるいは、そういう大きな種苗会社が広告で今環境保全ですとか、こういった、環境保全ですとか途上国の支援と一緒にやっているという広告をたくさん見かけるようになってきております。で、日本でも、これまで自動車の部品を生産していたような会社が新たに、その粉末を作れる技術を使ってコオロギからラーメンを作るといったような活動も出てきております。ただ全く自由に使える技術があるからといって、そのオリジナルが全く不要かというとそうでもなくて、これはアイルランドのモロキュラークッキング、分子料理というものになるんですけども、右側がその自由に作れる、分子的に作っていく料理なんですけども、実際にはそのオリジナルとして例えばシュワルツバルトのケーキを参考にしたりということで、私たちは食べるときに味覚を使うと同時にやっぱり言葉とか概念というものを一緒に使わないとなかなかその味を想像したり作っていくことも難しい側面もあるのかなという気がしています。なので新しい技術で全く新しいものを作るときに、実はもともとそのオリジナルにあるものとかテロワールみたいなものは大事になってくる可能性はあるんではないかと思っております。で、こういったものに関心を持つヨーロッパの方々も、日本を多く訪ねて、コロナの前ですけどもくれていた時期がこの写真ということになります。これはご説明した通りのまとめなんですけども、環境と、文化と、そして、遺伝資源としての大切さというものがこういった素材にあるんではないかと思います。すごく駆け足になりましたけども、私の発表は以上です。ありがとうございました。Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kosaka, für diesen wunderbaren Einstieg in unser Thema. Und nun darf ich sogleich für die Keynote von der deutschen Seite Frau Professorin Jana Rückert-John begrüßen. Frau Rückert-John hat seit 2014 die Professur Soziologie des Essens an der Hochschule Fulda inne. Sie hat zu den Schwerpunkten Umweltsoziologie, Umweltpolitik und Planung studiert. Sie war unter anderem stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Landnutzung und Konsummuster an der TU Berlin. Sie ist Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften, Mitglied des DFG-Fachkollegiums für Land- und Agrarsoziologie. Unter anderem, muss man wirklich sagen, ist sie Expertin für Fragen des nachhaltigen Konsums und nachhaltiger Ernährung. Ich habe verstanden, dass sie aktuell die nationale Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung evaluiert und kürzlich zu Ernährungspraxis im Wandel veröffentlicht hat. Frau Rückert-John, wir sind unglaublich gespannt auf Ihren Vortrag in den nächsten 15 Minuten. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ja, herzlichen Dank, Frau Holtgrün, für die nette Begrüßung, und auch ich darf Sie sehr herzlich alle nochmal begrüßen zu dem sehr spannenden Symposium Die Zukunft des Essens. Und ich möchte Ihnen jetzt in den nächsten 15 Minuten einen Einblick in die deutsche Perspektive geben, was wir diskutieren. Und das sind Ausschnitte, ganz klar, und auch vor dem Hintergrund meiner Expertise als Soziologin. Ja, jetzt funktioniert das auch, und ich hoffe, Sie verstehen mich auch alle sehr gut.
Ja, in Deutschland, was debattieren wir in Deutschland zu diesem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Ernährung? Aus meiner Sicht ordnet sich diese Thematik gegenwärtig mehr denn je auch ein in die ganze Debatte um Krisen, die wir erfahren. Wir sprechen von Mehrfachkrisen oder gar von multiplen Krisen, beispielsweise Corona, Energie, ganz klar Klima, aber auch Inflation und auch der Krieg in der Ukraine, der uns auch in Deutschland tangiert, aber auch global gesehen die Lieferkettenproblematik. All das sind so Ausdrucksformen oder Phänomene, die deutlich machen, dass unser Ernährungssystem oder unsere Ernährungssysteme im Plural nicht nachhaltig sind. Und mein Vorredner hatte das auch schon mit Blick nochmal auf die SDGs deutlich gemacht mit den globalen Nachhaltigkeitszielen bis 2030. Ich möchte hier gern nochmal mit Blick auf Ernährung auch auf die Lancet-Studie Bezug nehmen, wo es also auch um, ja, um eine planetarische Health Diet geht, die Planetary Health Diet, und wo deutlich wird auch mit Blick auf andere Studien, die für Deutschland relevant sind, das WBAI-Gutachten für eine, mit dem Titel einer Politik für eine nachhaltige Ernährung, ganz klar auf die vier Problemschwerpunkte fokussiert, ökologisch, Gesundheit, sozial, aber auch das Tierwohl. Und schaut man sich das etwas genauer an, mit Blick auf die ökologische Dimension, so gehen wir davon aus, weltweit, aber auch gerade für Deutschland, dass wir bestimmte planetare Belastungsgrenzen bereits überschritten haben, also uns hier im roten Bereich bewegen, was die genetische Vielfalt, aber auch Phosphor und Stickstoff anbelangt, aber auch der gelbe Bereich Klimawandel, Landnutzung schon hochgradig problematisch sind. Aber die Ernährung ja nicht nur bezogen auf den Fußabdruck zu betrachten ist, sondern auch mit Blick auf Gesundheit. Wir haben für Deutschland auch einen hohen Anteil von Übergewicht und Adipositas, 54% im Durchschnitt der Bevölkerung, 47% bei den Frauen, 61% bei den Männern. Jenseits dessen aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Erkrankungen, die also ganz eindeutig auch auf einen Überkonsum, auf ja, gesunde Ernährungsmuster zurückzuführen sind. Sozial fokussiert das Gutachten des WBAI, sehen Sie unten auch nochmal in der Fußzeile, vor allen Dingen auch auf fehlende soziale Mindeststandards entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ich denke, das haben wir auch gerade zu Corona-Zeiten im Bereich der Fleischindustrie erfahren, nochmal explizit durch die Medien und die Schlagzeilen, aber auch Saisonarbeitskräfte als Stichwort genannt und auch die, ja, die herrschenden Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaftsbranche generell. Das Tierwohl ist ein wichtiger Punkt, der auch im WBAI-Gutachten nochmal herausgehoben wird, der auch gegenwärtig in der Politik unseres grünen Ministeriums ja, ziemlich stark thematisiert wird, auf der Agenda steht. Also die unzureichenden Standards auch in der Nutztierhaltung, auch das ist sozusagen ein dickes Brett, was gebohrt werden muss und was auch die Nicht-Nachhaltigkeit unseres Food Systems deutlich macht. Und vor dem Hintergrund, ja, konstatieren wir, also dass es einen Systemwandel braucht. Es braucht eben eine Planetary Health Diet, aber auch einen grundlegenden Systemwandel für den Planeten und für die Gesellschaft. Diskutiert wird auch über eine One Health Diet, also dass das Hand in Hand gehen muss, eben die Gesundheit für den Menschen und für die Erde. Und das macht natürlich große Problemlagen deutlich, mit denen wir konfrontiert sind. Und die Frage ist natürlich, was heißt das und wie geht das, gerade wenn wir hier an einen Systemwandel denken. Und vor dem Hintergrund sei zunächst nochmal kurz erwähnt und auch in Erinnerung gerufen, dass wir ja Ernährung eben nicht nur mit Blick auf die existenzielle Bedeutung thematisieren müssen, die
die Ernährung hat. Wir hatten gerade gesehen, auch mit Blick auf die Umwelt. Aber auch wenn wir da ran wollen und Ernährungsmuster, Ernährungsstile verändern wollen, / müssen, dann müssen wir natürlich auch Ernährung als ein soziales Phänomen uns vergegenwärtigen und das gerade in modernen Wohlstandsgesellschaften. Und ich möchte nur mal ein paar Stichworte hier aufrufen, die aus meiner Sicht als Soziologin da auch sehr, sehr wichtig sind, dass wir uns immer noch mal vergegenwärtigen müssen, Ernährung ist auch ein Alltagsphänomen für die Mehrheit der Menschen. Ist durch Automatismen, durch Routinen, durch aber auch Gewohnheiten maßgeblich geprägt, die es eben dann auch nicht einfach machen, einen Wandel anzuschieben, eine Veränderung herbeizuführen. Ernährung dient auch der Selbstbeschreibung, auch das gerade im Wohlstand, also wer bin ich, mich über Ernährung mit dem, was ich esse, aber natürlich auch zunehmend mehr mit dem, was ich nicht esse, mich zu beschreiben. Das hat natürlich auch die Thematik der Zugehörigkeit inne. Also Ernährung symbolisiert auch Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit heißt auch immer Abgrenzung, Unterscheidung. Vielleicht als die, die sich pflanzenbasiert ernährt, eben nicht auf Fleisch zu setzen oder weniger auf Fleisch zu setzen, sich flexitarisch zu ernähren. In diesem Kontext lässt sich auch beobachten, dass auch eine Moralisierung des Essens immer weiter und mehr zunimmt. Also was ist das richtige und was ist das falsche Essen? Und der Punkt 5, denke ich, auch nochmal ganz wichtig, gleich für Folgefolien auch nochmal. Ernährung wird in Deutschland immer noch zu einem großen und starken Maße, deshalb auch immer noch in Klammern, als Ausdruck von Privatheit diskutiert, was auch die Widerständigkeit nochmal deutlich macht. Es wird für viele Menschen als eine persönliche Angelegenheit verstanden, in die Staat und Politik auch nicht hineinzureden haben. Und all das schafft letztlich auch Ausdruck sozialer Ordnung und letztlich auch eine Beharrungskraft und eine Stabilität. Das haben wir nicht zuletzt auch in Corona-Zeiten erlebt, dass Ernährung auch so ein Anker ist, die Mahlzeiten ein Anker, eine Struktur im Alltag bilden, auf die man sich auch immer noch in Krisenzeiten ein Stück weit verlassen kann. Und all das macht radikale Veränderungen so schwierig und auch ein Stück weit unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, und das ist dann die hoffnungsvolle Wendung, beobachten wir in Deutschland natürlich auch einen Wandel. Also Ernährungspraktiken sind im Wandel und ich möchte das hier mal auf Fleisch fokussieren, weil natürlich Fleisch gerade mit Blick auf den Fußabdruck und auf die ökologische, auf die ökologischen Probleme der Ernährung ganz maßgeblich beteiligt ist. Also genau deshalb sprechen wir eben auch von einer stärker pflanzenbasierten Ernährung, also ein Wandel in diese Richtung. Und mit Blick auf die linke Folie, den Fleischverzehr in Deutschland, sehen Sie, dass wir hier peu à peu auch runtergehen. Also es einen reduzierten Verzehr gibt. Der Fleischverzehr fällt auf 55 Kilogramm und wir haben die Zahlen für 22 jetzt noch nicht vorliegen, für einzelne Quartale, aber möglicherweise und wahrscheinlich sehen wir auch eine weitere Reduktion. Lange Zeit davor, über die letzten Jahrzehnte vor Corona-Zeiten, hatten wir eine Stagnation auf hohem Niveau, so circa immer um 60 Kilo pro Kopf pro Jahr Verzehr. Und wir sehen jetzt, wie gesagt, Rückgänge, die zulasten des Schweins gehen. Und auch interessanterweise, wenn wir mit einer Geschlechterbrille drauf schauen, die Männer hiervon ganz offensichtlich stärker auch in Anführungszeichen betroffen sind als Frauen, weil wir da auch einen deutlichen Geschlechterunterschied haben. Ja, auf eigene Studien und Ergebnisse, Forschungsergebnisse hier nochmal rekurriert, sehen wir das auch, dass Veränderungsabsichten, so muss man hier sagen, auch artikuliert werden. Wir haben für Deutschland in der Mitte sehen wir das hier, 10% der Personen, die angeben,
sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Und der übergroße Anteil hier, wie Sie sehen, 90% eben auch sagen, sie essen Fleisch. Und gleichwohl interessant mit Blick auf die rechte Folie von den Fleischesserinnen, Fleischessern, aber immerhin fast die Hälfte angeben, sich darüber Gedanken zu machen, in Zukunft weniger Fleisch zu essen. Das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass das Thema sehr präsent ist, medial sehr präsent ist, in den Debatten, in den gesellschaftlichen Debatten präsent ist und dass es darüber eben auch Irritationen und Störungen der Ernährungspraktiken der Individuen dann letztlich auslöst. Und wenn wir uns das nochmal ein bisschen differenzierter anschauen und nochmal einen Chart aus der Studie hier herausnehmen, dann sehen wir hier auch nochmal eine Differenzierung nach sogenannten sozialen Milieus, die sehen Sie jetzt links abgebildet in Deutsch. Und hier wird eben ganz deutlich, dass es nicht nur die jungen Milieus sind, also die drei oberen Milieus, die jungen, distanzierten, pragmatischen Idealisten sind, ausschließlich junge Milieus, ab den kritisch Kreativen sind es auch erwachsene Jahrgänge. Und was wir eben sehen, wenn Sie sich nochmal den Durchschnitt von 10% vegan plus vegetarisch vor Augen halten, dann sind es hier also maßgeblich die sogenannten, in der YouTube-Logie sogenannten jungen Idealisten. Man könnte auch hier sagen, so die Gretas. Aber nichtsdestotrotz sind es eben auch kritisch kreative Milieus mit immerhin 16% einer vegetarischen und 3% veganen Ernährung. Das heißt also auch die erwachsenen Bürgerinnen, Konsumentinnen und Konsumenten. Ja, was heißt das? Auf der individuellen Ebene handelt es sich oder braucht es für eine nachhaltige Ernährung ganz klar einen Bewusstseinswandel und auch eine entsprechende Ausstattung mit Kompetenzen, wie wir wissen, aber eine nachhaltigere Ernährung braucht auch darüber hinaus entsprechende Strukturen, Ermöglichungsstrukturen, die durch Staat und Politik auch bereitgestellt werden. Und jetzt komme ich in Ergänzung zu der individuellen Perspektive mit Blick auf Verhalten, auf das Verhalten nochmal insbesondere auf die Verhältnisse zu sprechen, eben auf die Ernährungspolitik. Und die Überschrift hier halt heißt, Ernährung ist politisch. Ich denke, dass daran kommen wir nicht drum herum. Schauen wir uns die Ernährungspolitik Deutschland der letzten Jahre an, also Ernährungspolitik dezidiert auch als eine Verbraucherpolitik, da muss man einschätzen, dann ist das und war ein sehr schwieriges und eine sehr schwierige und zugleich verhaltene Angelegenheit, so will ich es mal bezeichnen, weil hier immer sehr stark von einer neoliberalen Perspektive oder von neoliberalen Annahmen ausgegangen wurde. Also sich nicht einzumischen, den Verbraucher, die Verbraucherin nicht zu bevormunden, keine Verbote auszusprechen, maximal zu informieren und zu bilden. Auch mit Selbstverpflichtungen sozusagen hat man sich wesentlich einfacher getan, was die Industrie, was die Unternehmen anbelangt, als hier verpflichtende Dinge auszusprechen. Seit einem Jahr, so kann man konstatieren, und wir hatten auch schon mal so eine Phase, in Zeiten der BSE-Krise um 2000, als wir auch schon mal eine grüne Ministerin im Amt hatten, aber auch in der Gegenwart wieder seit einem Jahr ja ein grünes Ministerium mit dem Minister Cem Özdemir, können wir also wirklich auch eine Neuausrichtung der Ernährungspolitik konstatieren, die interessanterweise auch schon mit dem WBAE-Gutachten, das noch in der letzten Legislaturperiode lag, noch nicht grün, noch nicht einem grünen Ministerium sozusagen zugehörig, können wir schon eine Neuausrichtung auch beobachten. Und insofern ist dieses Gutachten über 800 Seiten lang, kann man sagen, eine super Vorlage jetzt auch für die Politik, für die gegenwärtige Politik, die eben stark darauf setzt, auch Ernährung nicht mehr als eine ausschließlich private Angelegenheit zu begreifen. Ernährung ist überindividuell. Das können wir begründen mit Blick auch auf die Grundbedürfnisse. Wenn wir also die Grundbedürfnisse
der gegenwärtigen und auch der zukünftigen Generationen wahren wollen und die Grundbedürfnisse sichern wollen, dann ist das auch eine Legitimation für eine staatliche Ernährungspolitik, die in der Gegenwart in Deutschland sehr stark auf sogenannte faire Ernährungsumgebungen setzt. Das heißt also auch nicht unbedingt beim Privathaushalt, beim Privatkonsumenten anzusetzen, sondern auch zu sehen, wir haben einen hohen Anteil unserer Zeit, unserer Ausgaben, auch die wir außer Haus, in der sogenannten Außerhausverpflegung tätigen und explizit in der Gemeinschaftsverpflegung, worunter wir Mensen, Kitas, Krankenhäuser, Betriebskantinen verstehen. Und das bildet hier einen hervorragenden Ansatzpunkt, um eben auch eine gesunde, nachhaltige Ernährung zu forcieren, zu promoten, in die Breite zu bringen. Und gegenwärtig, das sind wirklich so ganz, ganz aktuelle Aktivitäten, auch Maßnahmen, die diskutiert werden, die auch bereits im Koalitionsvertrag der Regierung mit angedacht wurden. Ende letzten Jahres sehen Sie hier, wurde ein Eckpunktepapier Wege zur Ernährungsstrategie der Bundesregierung noch im Parlament verabschiedet. Das soll jetzt in diesem Jahr weiter diskutiert werden, damit es dann zu einer Strategie, zu einer Ernährungsstrategie für Deutschland kommt, die dann eben auch entsprechende Maßnahmen mit aufgreift, beinhaltet, dass es also nicht nur schöne Worte sind, sondern auch wirklich in die Umsetzung geht. Und was sind so wesentliche Punkte, die sehen Sie hier nochmal. Es geht um Tierwohl und auch die Tierhaltungskennzeichnung. Auch da gab es Ende letzten Jahres die erste Lesung im Bundestag also zur Tierhaltungskennzeichnung. Es soll beginnen im Bereich Schwein. Ausgenommen sind hierbei leider, das wird auch kritisiert, Transport und Schlachtung. Und es bezieht sich gegenwärtig erstmal nur auf die Haltung in Deutschland. Aber dabei wird eben diskutiert oder dieses Kennzeichen enthält eben Aussagen darüber, um das mal plastisch zu machen, stammt das Tier aus Biohaltung, hat es Auslauf, hat es Freiland, Fläche zur Verfügung, Frischluft, steht es im Stall, hat es im Stall genügend Platz und solche Indikatoren. Darüber hinaus geht es auch um die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Da haben wir uns für Deutschland vorgenommen, bis 2030 das zu halbieren. Und ein ganz aktueller Vorschlag, der Anfang diesen Jahres auch diskutiert wurde, verlautet wurde in den Medien, auch eben eine pflanzenbasierte Ernährung dadurch stärker zu pushen, zu promoten, indem der Mehrwertsteuersatz, der für diese Produkte gegenwärtig bei 7% liegt, auf 0% zu reduzieren. Und hier stehen in Deutschland vor allem Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte im Vordergrund. Auch auf der Ebene der Konsumentinnen und Konsumenten passiert ganz viel. Also sozusagen auch bottom-up sehen wir, dass Bewegung da ist. Auch ganz aktuell aus der letzten Woche die Grüne Woche, die internationale Grüne Woche wurde ja schon erwähnt. Und seit 13 Jahren ist das sozusagen, gehört das im Grunde schon zur Grünen Woche dazu, dass vor den Toren der Messehalle die Demo stattfindet. Wir haben satt, sehen Sie hier nochmal, also wo eben auch Konsumentinnen und Konsumenten, Verbände auch für eine sozial gerechte Agrar- und Ernährungswende auf die Straße gehen. Also auch diesbezüglich lokale Initiativen auch diskutiert als soziale Innovationen, haben hier ihre Wirkung und sind auch für Deutschland massiv und aktiv. Ja, ich komme dann zu meiner nächsten Folie, auch mit Blick auf die Uhr, der zum Ausblick noch kurz. Ich denke, Frau Katjon, vielleicht noch eine Minute und dann ja, langsam das schaffe ich. Dankeschön. Ja, genau. Noch mein Ausblick, was sich abzeichnet und was der Weg ist und wo es eben perspektivisch auch hingeht, ist Ernährungspolitik auch integrativ zu betrachten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also wir müssen Produktion, Verarbeitung und auch Konsumtion zusammendenken und mitnehmen. Dafür gibt es bereits schon sehr gute Ansätze, auch im Rahmen der Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung, wo es entsprechende Dialogforen auch gibt entlang der Kette.
wo sich die Akteure dort auch gemeinsam über Reduktionsziele verständigen. In dem Sinne ist es auch eine geteilte Verantwortung, die von Politik, Wirtschaft und Konsumentinnen, Schrägstrich Zivilgesellschaft, übernommen wird. Und was wir auch beobachten, was auch, wenn man es bewerten möchte, auch sehr positiv ist, dass es in diesem Zusammenhang auch immer um ja, Aushandlung von Lösungen geht, um ein deutlicheres partizipatives Verständnis auch in der Food Governance. Wir werden uns perspektivisch ganz sicher stärker an der Planetary Health Diet orientieren müssen. Das heißt also weniger Fleisch, mehr Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte. Dafür gibt es auch diverse Forschungen national, aber auch im EU-Kontext. Und das muss nicht heißen, dass wir dadurch Verzicht üben. Das wäre mein letztes Plädoyer auch noch als Soziologin. Ich denke, die ganze Debatte lebt auch davon, dass wir auch positive Narrative entdecken und kommunizieren, Narrative, dass wir auch durch eine Planetary Health Diet an Vielfalt gewinnen, dass damit Genuss und Sinnlichkeit verbunden ist, anstatt eben auf Verzicht, Verbote und Ersatz in der Kommunikation zu setzen. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir danken Ihnen ganz herzlich, liebe Frau Rückert-John, für diesen Einblick, diesen Überblick auch von der deutschen Forschungsperspektive sozusagen, sehr eindringlich auch der Punkt Ernährung ist politisch. Vielen Dank. Und wir lassen jetzt keine Fragen zu. Ich darf aber schon jetzt unseren Keynote-RednerInnen danken, dass sie auch im Rahmen der Podiumsdiskussion für Fragen zur Verfügung stehen werden. Und wir kommen jetzt auch sogleich zur Podiumsdiskussion. Ich darf unsere Moderatorin dafür kurz vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass Frau Professorin Cornelia Reyer, Professorin für Japanologie an der Freien Universität Berlin und stellvertretende Direktorin der Graduiertenschule für Ostasienwissenschaften, auch Leiterin des DFG-Forschungsprojekts Stand Landmigration und ländliche Revitalisierung in Japan, die Moderation übernommen hat. Frau Reyer ist Expertin in ganz unterschiedlichen Bereichen. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte sind jedoch Food Studies, Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelaktivismus und zum Beispiel auch Berlins japanische Gastronomie. Wir freuen uns sehr, dass sie jetzt die Moderation übernehmen wird. Vielen Dank. Ja, danke, liebe Frau Holtgrün, für die nette Anmoderation und erstmal ganz herzlichen Dank an die fabelhaften Keynote-Präsentationen, die das komplexe Feld der Ernährung und das Agrar- und Ernährungssystem aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet haben. Wir werden nachher noch Gelegenheit haben, da genauer nachzufragen. Ich persönlich fand es sehr spannend, dass doch der Fokus der jeweiligen Präsentation sehr, sehr unterschiedlich war. Und wir haben jetzt aber zunächst Gelegenheit, von der Forschung in die Praxis zu gehen. Es haben sich vier Gäste bereit erklärt, heute ihre Erfahrung zu teilen, die sich professionell mit den Herausforderungen des Agrar- und Ernährungssystems beschäftigen, die bereits genannt wurden, von Nachhaltigkeit über Food Waste, über den Schutz traditioneller Landwirtschaftsprodukte. Und ich freue mich sehr, diese Gäste zunächst vorstellen zu dürfen. Danach wird jeder Speaker ganz kurz die eigenen Erfahrungen, Projekte, Initiativen in einem Input hier präsentieren und dann wird es hoffentlich etwas interaktiver. Wir werden kurz untereinander diskutieren, auch dann die Keynote-Speaker mit einbinden und hoffentlich dann in den letzten 20 bis 30 Minuten dann auch für Fragen aus dem Publikum öffnen. Wenn es soweit ist, erklären wir kurz nochmal das Prozedere. Ich freue mich nun zunächst ganz herzlich. Ich werde die Gäste vorstellen in der Reihenfolge, wie sie im Programm auch auftauchen. Benedikt Herling zu begrüßen. Er leitet seit 2002 das Berliner Büro der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und die europäische Initiative Save Our Seeds und er vertrat NGOs im Aufsichtsrat des Weltagrarberichts der UN und der Weltbank. Er engagiert sich für eine agrarökologische Transformation der Landwirtschaft und unserer Ernährungssysteme, unter anderem in der Europäischen Allianz Ag 2020 und mit dem Projekt 2000 Quadratmeter Weltacker, das er gleich auch vorstellen wird.
ist ja in diesem Kontext stark eingebunden. Früher oder zuvor war Herr Herrlin Herausgeber lokaler Zeitschriften, Buchautor, Redakteur bei der Taz, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen und er leitete das Berliner Büro von Greenpeace Deutschland und die Gentechnik-Kampagne von Greenpeace International. Herzlich willkommen, Herr Herrlin. Danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Aus Japan zugeschaltet, aus dem Schnee in der Präfektur Oita ist uns heute Herr Hiroaki Hayashi. Herzlich willkommen. Er ist Vorsitzender der Kunisaki Peninsula USA, GIAHS Promotion Association und GIAHS steht für Globally Important Agricultural Heritage Systems. Und er ist auch geboren in Kunisaki in der Präfektur Oita. Er ist der Sohn eines Shiitake-Pilzzüchters. Um Shiitake wird es auch gleich noch gehen. Er hat an der Fakultät für Landwirtschaft an der Tokio-Universität studiert und von 1985 am Labor für Pflanzenernährung und Düngemittelwissenschaft an der Tokio-Universität auch gearbeitet und war dort ebenfalls von 1995 bis 2003 Assistenzprofessor. Aber seit 2012 engagierte er sich in Initiativen für die Anerkennung der Kunisaki-Halbinsel USA als landwirtschaftliches Welterbe. Und nach der erfolgreichen Anerkennung im Jahr 2013 trat er als Vorsitzender der eben genannten Association Kunisaki Peninsula USA GIAHS Promotion Association für den Erhalt der Region ein. Als Gastprofessor an der Beppu-Universität vertiefte er auch den wissenschaftlichen Austausch, nahm als Mitglied des Bildungsausschusses der Präfektur Oita an zahlreichen Aktivitäten teil und berät immer noch das Forschungszentrum für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei der Präfektur Oita. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend nach Japan, Herr Hayashi. Unsere dritte Rednerin auch aus Japan ist Frau Mari Matsuyama. Sie ist uns ebenfalls heute aus Japan, allerdings aus Tokio zugeschaltet. Sie ist Marketingredakteurin beim Unternehmen Oesixla Daiichi und sie hat an der Keio-Universität Politikmanagement studiert und ihr Interesse an Umwelt, Literatur, Kunst und Essen, das im täglichen Leben verwurzelt ist, führte sie dazu, für Vedish Boya zu arbeiten, ein Unternehmen, das dann mit Oesixla Daiichi fusioniert ist, deswegen also jetzt der andere Firmennamen, aber sie engagiert sich eben für diese Marke Vedish Boya und war an der Planung und Redaktion des vierteljährlich erscheinenden Magazins Ohanashi Sarada beteiligt. Darüber werden wir gleich noch mehr hören, das Produzenten und Verbraucher verbindet, sowie an Texten und der Redaktion von Inhalten für die Webseite der Marke, um deren Nachhaltigkeitsinitiativen zu kommunizieren. Und in den letzten Jahren hat sie ein Projekt zur Reduzierung von Food Waste, also Lebensmittelverlusten, initiiert, das heißt Fusudoi Radishu, und außerdem ein Projekt zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, Gudu Gudu Radishu, ins Leben gerufen, das auch ausgezeichnet wurde, nämlich im Jahr 2022 den Circular Design Without Throwing Away Award bei den Circular Awards gewann, einer globalen Auszeichnung für Kreislaufwirtschaft. Herzlich willkommen, Frau Matsuyama. Wir freuen uns sehr darauf, mehr über Ihre Aktivitäten zu erfahren. Und die letzte in der Runde der vier Personen, die heute ihre Initiativen und Aktivitäten im Bereich Essen und Ernährung vorstellen, ist Martina Tschirner. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Sie sind uns aus Berlin zugeschaltet, wenn ich richtig informiert bin. Und Frau Tschirner ist Food-Journalistin, Kochbuchautorin und Verlegerin. Sie hat 1998 ihr Redaktionsbüro Food Media Service in Berlin gegründet, schrieb für kulinarische Internetportale Infotexte, Reportagen und Saisonartikel und begann ab 2001 Rezepte zu entwickeln, auch Konzepte für Kochshows und hat selbst bei zahlreichen Kochshows gekocht, unter anderem beim SWR, Sat.1, ORB, RBB und leitete von 2006 bis 2022 das Slow Food Magazin. Außerdem 2014 gründete sie den Verlag Edition Slow Hand und veröffentlichte gemeinsam mit ihrem Sohn Nick Turner ein Einhänder-Kochbuch. Da geht es darum, dass Menschen trotz Handicap frisch und gut und gesund kochen und essen wollen und das dann auch können. Das Buch wurde 2015 mit der Silbermedaille der Gastronomischen Akademie Deutschlands ausgezeichnet
Und im Mai 2018 folgte dann der zweite Band, das Einhänder-Kochbuch Nummer 2. Und auch dafür gab es einen Preis, nämlich den Gourmand World Cookbook Award. Und zusammen mit ihrem Sohn gibt sie regelmäßig Kochkurse, unter anderem für Schädel-Hirn-Trauma-Betroffene und Schlaganfallpatienten. So, herzlich willkommen, Frau Tschirner. Und nach der Vorstellung unserer vier Panelisten freue ich mich sehr, diese in ganz unterschiedlichen Bereichen tätigen Personen darum zu bitten, uns nun ein bisschen mehr über ihre Tätigkeit zu berichten. Und ich würde mit Herrn Herling gern beginnen. Bitte sehr, Sie haben maximal 5 Minuten, um uns ein bisschen was über den Weltacker zu erzählen. Wir freuen uns sehr. Wunderbar. Guten Tag, guten Abend nach Japan. Ist mir eine große Ehre, dass ich Ihnen unser kleines Projekt Weltacker 2000 Quadratmeter für alle hier kurz vorstellen darf. Die Grundüberlegung dieses Weltackers, ich freue mich, dass ich dafür das gleiche Bild wie Professor Kosaka vorher verwendet habe, ist, globale Probleme handhabbar zu machen, speziell für Jugendliche und Kinder. Ich nenne das immer den globalen Herausforderungen, ein menschliches Maß zu geben. Denn vieles, was wir heute hören über den Zustand des Planeten, überfordert uns schlichtweg von den Dimensionen her. Und deshalb haben wir eine einfache Rechnung aufgemacht. Die Erdoberfläche des Planeten besteht zu etwa 12% Acker und sogenannte Dauerkulturen aus Ackerfläche. Das ist der Teil, der uns ernährt. Wir haben dann auch noch Grünland, Wald und nicht produktive Flächen, also Autobahnen, Wüsten, Städte, auch die Binnengewässer. Und wenn wir uns klar machen, dass das etwa 1,6 Milliarden Hektar Ackerfläche sind und wir im Moment rund 8 Milliarden Menschen, dann kommt man auf diese Zahl, dass für jeden Menschen auf dieser Erde in etwa 2000 Quadratmeter Ackerfläche zur Verfügung stehen. Auch noch 4400 Quadratmeter Weide, ein halber Hektar Wald und am meisten haben wir Autobahnen und Städte zur Verfügung. Und wir haben nun in Berlin zunächst diese 2000 Quadratmeter genutzt, um darauf mit den 45 wichtigsten Ackerkulturen der Welt darzustellen, was bauen wir denn auf unserem Weltacker eigentlich alles an. Und Sie können hier sehen, die großen Getreide, Reis sehen Sie hier, Weizen, Mais, Sie sehen auch hier ein paar Gummireifen, weil wir die Gummipalmen leider nicht darstellen können in Berlin. Und Sie sehen hier auch Baumwolle blühen. Also auch das muss auf unseren 2000 Quadratmeter Ackerfläche wachsen. Und die wichtigste Botschaft, die wir dabei herüberbringen wollen, ist, es ist genug für alle da. Was auf 2000 Quadratmetern wächst, ist deutlich mehr als ein Mensch tatsächlich in einem Jahr essen kann. Allerdings, wenn wir dann ein Drittel wegwerfen, so sieht das aus hier in Europa auf jeden Fall, wenn wir dann so viel Fleisch essen, wie wir gerade gehört haben, Sie sehen, hier haben wir ein Denkmal für die Schweine. Wir haben 2 Schweine und denn man kann mit 2000 Quadratmetern eben gerade mal 2 Schweine mästen. Und wenn man sich vorstellt, ich müsste von 2 Schweinen ein ganzes Jahr leben, dann bekommt man schon eine Idee davon, dass das mit dem Fleischkonsum so nicht hinhauen kann. Dann jedenfalls wird es langsam eng. Aber im Prinzip ist genug da. Und was wir auch vermitteln wollen, ist, ich nenne das, jeder Bissen hat einen Ort. Einen Ort, an dem dieser Bissen, den ich gerade esse, gewachsen ist. Und durch die Art und Weise, wie ich konsumiere, gestalte ich diesen Ort auch. Wir möchten gerne Kindern, Jugendlichen, Familien, Erwachsenen wieder ein Gefühl dafür geben, dass was immer sie essen, in einer Landschaft, an einem Ort passiert und dass wir unsere 2000 Quadratmeter
mit Billiarden von Mikroorganismen und anderen Lebewesen teilen müssen, damit uns diese 2000 Quadratmeter auch gut ernähren können. Ja, so teilt sich das in etwa auf, die verschiedenen Flächen. Eines, was ich da kurz zeigen will, ist Getreide. Also hier haben wir Weizen, Mais, Reis, sonstige Getreide macht über die Hälfte aus. Das Obst, das sehen Sie hier, macht gerade mal 4% aus. Und auch das Gemüse macht nur etwa 4% aus der Fläche, die wir benötigen. Hier sehen Sie, die Baumwolle macht immerhin 3% aus. So sieht unser Weltacker in Berlin aus im Herbst von oben. So sieht er dann im Spätsommer aus. Sie sehen, wir haben hier Trockenreis angebaut, ganz rechts. Das gelingt nicht so wirklich gut in Berlin, aber immerhin alle Berliner Göhren und Kinder können überhaupt mal sehen, wie Reis wächst. Und für viele ist es allerdings auch schon ein Aha-Erlebnis zu sehen, dass Kartoffeln unter der Erde wachsen. Also das sind die verschiedensten Aha-Erlebnisse, die die Kinder und Jugendlichen auf unserem Acker mitnehmen. Hier sehen Sie alle möglichen Aspekte. Diese jungen Leute sind Verkäufer in einer Supermarktfiliale. Die Supermärkte schicken uns gerne ihre Belegschaft, damit die mal mitbekommen, was bei ihnen denn so über das Fließband läuft. Wo ist das gewachsen? Und es gibt viele, viele Großmütter und Großväter, die mit ihren Enkeln, wenn sie die im Sommer von den Eltern in Obhut gegeben bekommen, zu uns kommen und etwas erzählen können. Und wir haben auch einen intensiven Austausch mit Schulklassen in Gilgil in Kenia, wo wir uns austauschen darüber, was esst ihr denn so, wie wird bei euch der Mais angebaut, all diese Geschichten. Und mittlerweile gibt es 15 solche Weltäcker weltweit, vor allen Dingen in Deutschland, aber es gibt auch schon einen eben in Kenia, einen in Delhi, einen in Shanghai. Ich würde mich sehr freuen, wenn es vielleicht bald auch einmal einen Weltacker in Tokio oder Nagasaki oder wo auch immer gibt. Und wir bemühen uns, wie gesagt, vor allen Dingen Jugendlichen ein Erlebnis davon zu geben, dass Essen immer auch bedeutet, Natur gestalten. Und was wir gerade im Moment besonders versuchen zu betonen, ist, wir haben ein Projekt, das heißt Global Bean, dass es sehr hilfreich wäre, wenn wir mehr Eiweiß aus Hülsenfrüchten denn aus tierischen Produkten essen würden und dass das eben auch immer gesünder ist für den Menschen. Was gesünder ist für den Planeten, ist durch die Bank auch gesünder für den Menschen. Und diese Erfahrung nehmen ein paar tausend Kinder jedes Jahr von diesem Weltacker mit nach Hause. Jetzt habe ich schon böse überzogen. Ich entschuldige mich sehr und danke für die Aufmerksamkeit. Alles Weitere sehen Sie hier. Gibt es einen Link zu unserer Webseite, wo Sie in den verschiedenen Sprachen, leider noch nicht in Japanisch, aber auch in Englisch, eine Menge erfahren können über uns. Vielen Dank, Jesma. Ganz herzlichen Dank, Herr Herrlin. Besonders schön ist auch zu sehen, wie froh die Auseinandersetzung mit Essen machen kann, anhand Ihres Vortrags, aber auch anhand des Fotos, das Sie hier eingeblendet haben. Jetzt würde ich Herrn Hayashi bitten, uns über seine Erfahrungen und seine Initiativen in Japan, in der Präfektur Oita, mehr zu berichten. Bitte sehr, Herr Hayashi. Hey, domo, おはようございます。こんばんは。ライア先生、丁寧なご紹介ありがとうございました。それから、このようなシンポジウムにご招待いただきました主催者の皆様に、心より感謝申し上げます。今日私は、東京からですね、西に、共有をお願いいたします。この上の写真は、まあ私が住んでる村なんですけれども、東京から西に780キロ離れた九州にある国崎半島の山村です。この矢印が私の家でして、これ夏の写真ですけれども、実は今日大雪でして20センチぐらいの雪に今覆われています。私は1960年、この村
で、生まれたんですけれども、お米と、クヌギという広葉樹を使った原木の干し椎茸を生産する農家に生まれ育ちました。18歳から43歳までは、東京大学で植物や肥料に関する基礎研究に携わっておりました。2004年に、ふるさとに戻りまして、自分で環境に配慮した稲作、そしてクヌギ林、広葉樹ですけど、クヌギの森を循環的に利用する原木干し椎茸生産を開始しました。次お願いします。これ、干し椎茸っていうものをちょっとご説明したいんですけれども、干し椎茸は日本国内ではほとんどが原木栽培です。左側です。で、右側は、海外で人工的な培地である菌床を使って生産されている、様子を示しています。干し椎茸の国内生産の2倍量、干し椎茸の国内生産は2200トンですけれども、その2倍量の4575トンが海外から輸入されています。スーパーマーケットでは、国内の原木栽培のものが5倍から7倍も高く、海外のものに比べて5倍から7倍も高く生産されています、販売されています。輸入品が菌床栽培であるものであることは表示されているはいるんですけれども、日本の消費者の皆さんはそのことをあまり気に留めてはいないようです。干し椎茸は一晩冷蔵庫で水の中で戻してから調理されます。日本食には欠かせない食材であり、旨味成分としてはグアニル酸を多く含んでいます。特に伝統的な日本の食で、それ、だしですね。だしの成分として有用なものになっております。次お願いいたします。これは干し椎茸を生産する過程を示しているんですけれども、秋にクヌギ林を伐採します。これ私がチェーンソーで伐採しているところですけれども、原木を切り出します。これに椎茸菌を摂取して、2年ほど山の中に置いときますと、菌糸が蔓延して、ホダギっていうものに変わります。これを収穫する場所に並べ立てて、秋から春にかけて椎茸を収穫し、乾燥して売っていきます。一方、伐採したクヌギ林ですけれども、その切り株からは翌年の春に芽が出てきます。ヒコバエが出てきます。野生の鹿から新芽を食べられないように、また雑草に負けないように草刈りをしながら育てていけば、15年ほどでまた元の森に成長し、再び伐採できます。農家は、私たち生産農家は、毎年伐採、それから種駒の摂取ですね、それから萌芽更新を行いながら、森を移動しながら、結果として若いクヌギ林を維持することに貢献しています。ここでは年老いた森に比べてより多くの二酸化炭素が固定され、さらに降り積もった落ち葉は保水力豊かな森林土壌を形成し続けていきます。次お願いいたします。私どもがいますこの国東半島宇佐地域ですけれども、2013年に国連の食糧農業機関から世界農業遺産に認定されました。私は積極的にこの認定活動に関与し、認定後は、その会長としてですね、世界農業遺産の動的な保全活動を主導しています。降水量が少なく大きな川がないこの地域では、雨を森の土壌に灌漑し、伝統的なため池に蓄え、水田に利用し、最終的には周辺の海域を潤しています。森と水田、沿岸域がうまく連携した循環型農林水産業が成立している。このことを FAO が評価したわけです。私たちは森の中で干し椎茸を生産しながら生計を維持していくことができます。しかし今、人口減少社会の中で、この地域での地域社会の維持がとても難しくなっています。今回のような国際大会を通じて、山間部などで持続的に生産されている農産物の価値を多くの都市住民、あるいはドイツの皆様に共有していただいて、たくさん食べていただきたいというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。Ganz herzlichen Dank, Herr Hayashi, für diesen Überblick über den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und, und lokaler Anbaumethoden am Beispiel der Shiitake-Zucht. Und ich freue mich jetzt sehr,Frau Matsuyama, das Projekt näher kennenzulernen. Bitte sehr, Frau Matsuyama. はい、ご紹介預かりましたラディッシュボヤの松山と申します。今日はこのような素晴らしい機会をいただきましてありがとうございます。はい、じゃあスライドお願いします。はい、私たちは1988年創業の食材宅配のブランドラディッシュボヤと申します。ラディッシュ坊やはサステナブルな社会の実現のために環境保全型農業の支援と暮らしに心地よい循環を感じていただけるような宅配サービスを提供しています。
食の未来を考えるときに、これまでの皆様の話にもあったように、大きな課題の一つがフードロスであると考えております。2019年の推計値によると、日本における食品ロスっていうのは、年間で570万トン。これは日本人1人当たり、だいたい毎日お茶碗1杯分を、ロスしているということになります。さらに、そのこの食品ロスの数字に含まれていない部分で、畑からこう出荷できなかった規格外のお野菜ですとか、出荷されなかった未利用魚といったものが、隠れ食品ロスというふうに呼ばれておりまして、こちらについては、実態も、正確に把握ができていないということになります。一方で、2021年にネイチャー誌に掲載された研究では、1990年から2015年にかけて世界中で排出された温室効果ガスのうち、3分の1が、食に関係するというふうに言われています。そのため、フードロスの課題に取り組むということは食の未来にとっても、地球の未来にとっても、大変重要なことかなと思っております。そんな中、ラディッシュ坊やが2021年4月に開始したのが、フードロスの削減と生産者の支援に取り組む不揃いラディッシュというプロジェクトです。今日はこのプロジェクトについてご紹介させていただきます。一般的に、美意識が高いと言われるような日本におきましては、食材に対してもサイズだったり色だったり形だったりっていうところの、かなり細かい流通の規格というのが、存在しています。なので、美味しく食べられる食材であっても見た目が悪いという理由で、フードロスになってしまう、もしくは著しく価値が下がってしまうということが、課題としてあります。で、不揃いラディッシュは見た目よりも中身がごちそうだっていうところを合言葉にして、見た目の規格にとらわれず中身の品質や美味しさで食材の持ち味を楽しむことをテーマに活動しています。フードロス削減の要でありラディッシュ坊やの主力商品でもある旬の野菜セットめぐる野菜箱についてご紹介します。こちらは一般的な流通規格よりも規格の幅を広く設定し半年ごとの作付け計画による契約栽培で作っていただいたお野菜を全量買い取るという、畑のフードロスを生まない仕組みになっております。この仕組みによって生産者の方たちには安定した経営を、お客様にはバランスの良い品目で旬のお野菜が、家計的にも安定して届くという両者にとって良い仕組みになっております。見た目の規格は緩くしつつも、環境保全型の生産基準というのはしっかりと守っていただくことで、環境保全型農業を推進しています。商品を梱包しているそちらの段ボール箱なんですけれども、こちらも9割以上リユースをしておりまして、お客様と一緒に資源の循環というのも取り組んでおります。不揃いラディッシュでは先ほどのめぐる野菜箱以外にもさまざまなフードロス対策商品を開発しています。例えば、日本の伝統的な保存食である梅干しなんですけれども、梅干しはちょっとドイツの方はあまり馴染みがないかもしれないんですが、梅の実をお塩と、シソで仕込んで発酵させ、熟成させた漬物なんですけれども、この梅干し作りの時に大量に発生してしまう副産物の梅酢やもみしそといった使い切れずに困っていた食材を活用した副産物シリーズ、ピンク色の方ですね、そちらがご飯が進むふりかけですとか梅酢の天然の美しい色合いを生かしたピクルスの素などが人気です。他にも収穫後に畑に取り残されてしまうセロリの葉葉と芯っていうのを活用した野菜だしなど数多くのアップサイクル商品を開発してお料理する楽しさをサポートしています。また畑だけではなく海のフードロス削減にも取り組んでいます。例えばサイズや知名度、食べ方が分かりにくいといった課題で流通しづらい未利用魚について、調理しやすく下処理を施し簡単に作れるレシピを同梱してお届けしています。
またカタクチイワシの稚魚を天日干しして作る、ドライフードのチリメンという食材があるんですけれども、そちらではこれまで一緒にこう網に引っかかってきたエビやイカなどは選別されて弾かれてしまっていたんですけれども、あえて一緒にお届けして海の中の生物多様性も食べながら楽しんでもらおうという商品となっております。またこちらの商品は、漫画家さんとコラボレーションをしてこうお子さんと一緒に楽しめる食育の塗り絵を添えるなどして、美味しさとワクワクする体験というのを一緒にお届けしています。不揃いラディッシュプロジェクトが開始してから現在まで、私たちは累計約400トンのフードロス削減と生産者支援を達成しております。美味しいとか楽しいとか出会いがあるとかいったそういったこうポジティブな価値を提供することで多くのお客様とともにサステナブルな食の未来を作っていけたらと思っております。はい、ありがとうございました。Ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Beitrag von der Schnittstelle zwischen Verbrauchern und Produzenten. Und jetzt würde ich gerne Frau Tschirner das Wort erteilen. Bitte sehr. Ja, ganz herzlichen Dank für die schöne Einladung zu dieser spannenden Podiumsdiskussion, zu diesem spannenden Japan-Deutschland-Treffen. Und ich möchte gleich zwei Projekte vorstellen, die von Frau Reier ja schon angesprochen worden sind und die mit nachhaltiger Ernährung zu tun haben und für die ich mich seit Jahren engagiere. Das erste ist die Arbeit und Mitgliedschaft in der weltweiten aktiven Vereinigung Slow Food. Das Ziel von Slow Food ist, eine Ernährungswelt zu schaffen, die auf fairen Beziehungen basiert, die biologische Vielfalt, das Klima und die Gesundheit und auch das Recht auf Genuss aller Menschen fördert. Als globales Netzwerk mit Millionen von Menschen aus mehr als 160 Ländern, auch aus Japan, setzt sich Slow Food für gutes, sauberes und faires Essen für alle ein und treibt die Ernährungswende im öffentlichen und privaten Bereich voran. Planetary Health Diet bzw. Planetengesundheit ist ein großes Thema. Die Sensibilisierung und Vermittlung von Wissen durch Bildungsarbeit sowie die politische Interessenvertretung stehen auch weit oben auf der Slow Food Agenda. Wer nachlesen möchte über den internationalen Verein Slow Food, der findet Informationen unter www.slowfood.com. Zu Slow Food Deutschland. Mit Slow Food Deutschland gibt es bei uns einen eigenen Verein im Land. Er wurde 1992 als erster nationaler Verein außerhalb Italiens gegründet, denn von dort ging Slow Food los. Mit über 85 Regionalgruppen bzw. Konvivien ist Slow Food in weiten Teilen Deutschlands vertreten. Verbreitet Ernährungswissen, macht engagierte Bildungsarbeit, Veranstaltungen, Interessenvertretung und Kampagnen, wie zum Beispiel gegen Lebensmittelverschwendung und für verantwortungsvollen Fleisch- und Fischkonsum ist Slow Food Deutschland auf lokaler, nationaler wie europäischer Ebene aktiv und zeigt, wie Zukunftslösungen für unsere Ernährungswelt aussehen, politisch, praktisch und kulinarisch. Slow Food setzt sich ein für den Schutz von biokultureller Vielfalt, Kulturlandschaften und kulinarischen Traditionen. Außerdem für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft, handwerkliche Fischerei und Lebensmittelerzeugung innerhalb gesunder Ökosysteme, also zum Beispiel mehr Biowirtschaft und mehr Bio-Lebensmittel. Was Slow Food dagegen ablehnt, ist die sogenannte grüne Gentechnik bzw. Agrogentechnik sowie Massentierhaltung und Monokulturen in der Landwirtschaft. Mehr über Slow Food Deutschland unter www.slowfood.de. Slow Food Deutschland veröffentlicht ein eigenes, alle zwei Monate erscheinendes, 100 Seiten dickes Magazin, für das fast 15 Jahre lang die Redaktionsleiterin war, und zwar bis Ende des letzten Jahres. Man kann ruhig sagen, das Slow Food Magazin ist die Zeitschrift für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und bewusste Ernährungsweise im deutschsprachigen Raum. Mein zweites Herzensprojekt ist seit der Gründung meines Verlages Edition Slogan in 2014 die Einhänderküche. Das hatte Frau Reier schon vorgestellt. Und brauche ich jetzt auch doch. Ich erzähle es noch weiter parallel zur Redaktionsleitung.
Vom Slow Food Magazin habe ich zusammen mit meinem vor 15 Jahren verunfallten Sohn bereits zwei Einhändler-Kochbücher veröffentlicht. Nach seinem Unfall mit Schädelhirntrauma hat mein Sohn eine Bewegungsstörung im rechten Arm zurückbehalten und kann deshalb nur noch einhändig und mit der linken Hand gezielt arbeiten bzw. kochen, was er aber mit Begeisterung macht. Mit den Büchern wollen wir Menschen mit Handicap Mut machen, sich mit frischen und gesunden Lebensmitteln wieder ans Kochen zu wagen und nicht auf industriell hergestellte Lebensmittel zurückgreifen zu müssen. Auch Schlaganfall betroffen sind unsere Zielgruppe. Wir sind auf Facebook und Instagram aktiv, veröffentlichen wöchentlich Rezepte in 2023 mit dem Schwerpunkt Hülsenfrüchte als Eiweißspender. Und in diesem Jahr wollen wir das dritte Einhändler-Kochbuch herausgeben. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Sie sehen, unsere vier Panelisten haben aus ganz verschiedenen Bereichen Projekte vorgestellt. Einmal ein Thema, das sich aber durchzieht, ist, glaube ich, die Bildung von Konsumenten und Konsumentinnen, also darüber, wie Lebensmittel angebaut werden, wie man Food Waste, auch ein Thema, das oft vorkam, verhindern kann, wie man so kochen kann, dass man Produzenten, die nachhaltig Lebensmittel herstellen, unterstützen kann. Und da wir jetzt nicht mehr so fürchterlich viel Zeit haben, würde ich für die erste Runde zwar eine Frage an alle Panelistinnen stellen, danach aber vielleicht eher zügig fürs Publikum öffnen, weil ich mir vorstellen kann, dass es für Sie vielleicht ein bisschen interessanter ist zu erfahren, was die Menschen aus dem Publikum zu sagen haben. Was mich aber erstmal interessieren würde, ist, wie haben Sie denn jetzt, nachdem Sie die Beiträge, auch die Keynotes und die Beiträge der Panelistin gehört haben, was fanden Sie interessant von der japanischen oder von der deutschen Seite? Gibt es etwas, was Sie mitnehmen? Sehen Sie Parallelen? Da würde ich vielleicht einmal mit Herrn Hayashi beginnen wollen. Hey. ドイツの二人のお話を聞きまして、まあ、すごくこう、まあ、例えば都市とその地域、村の中に住んでいる人たちの関わりが深いな、あるいは非常に近くにあるなっていうふうに思いました。日本は、まあ、例えば私たちのところと、本当に都市に住んでいる人たちは、あまりその農業とか林業のことを知らないんですよね。だからそういう関係が非常にうまく作れている。まあ、今日の話も非常にわかりやすかったですし、まあ、私たちをもっと物語たちを持って語るべきだと思うんですけれども、まだそれができてないなっていうふうなことも思ったんですけれども、非常にドイツでは、その、まあ、森の中に暮らす人たちと都市の暮らす人たちの交流が非常にうまくいっているような、まあ、そういう印象を私は受けました。Ganz herzlichen Dank. Herr Herrling guckt so ein bisschen skeptisch, wenn ich das durch Zoom richtig interpretiere. Möchten Sie vielleicht darauf eingehen? Also ich kann das nicht in Gänze bestätigen. Wir arbeiten auf einem botanischen Volkspark, heißt das. Wo wir seit 100 Jahren schon versucht wird, Berliner Kindern näher zu bringen, wo ihr Essen eigentlich herkommt. Und die meisten Kinder informieren sich eher im Fernsehen darüber oder im Internet als auf dem Acker und im Wald und auf der Weide. Und es gibt allerdings eine Tendenz unter jungen Menschen, vor allen Dingen auch jungen Familien, die gerne wieder in die Natur hinaus wollen. Und das ganze Homeoffice im Zuge von Covid hat da auch etwas nachgeholfen, dass tatsächlich immer mehr Menschen, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind, doch aufs Land ziehen und das Land auch bereichern und eine Nachfrage schaffen, die es dort zum Beispiel im Umfeld von Berlin so in den letzten, ich würde sagen, 50 Jahren nicht mehr gegeben hat. Also ja, es gibt schon Kontakte, aber es ist nicht die Norm und die Tradition in Deutschland ist, glaube ich, keine bessere als in Japan. Für mich war sehr interessant, wenn ich das bei der Gelegenheit sagen darf, dass es bisher nur 0,6% Bioanbau in Japan gibt. Was ja möglicherweise nicht bedeutet, dass es nicht eine Menge ökologisch wirtschaftender und regenerativ bemühter Landwirtschaft gibt. Es gibt große Namen, an denen auch Deutsche sich orientieren und eine lange japanische Tradition nicht nur der Fermentation, sondern
überhaupt eines sehr viel intensiveren Umgangs mit Mikroorganismen auch in der Landwirtschaft selbst. Und das ist, bewundern wir. Und hier in Deutschland kommt gerade so ein bisschen das Mikrobiom, heißt das, also die Vielzahl der Mikroorganismen in unserem eigenen Körper ins Bewusstsein der Menschen, und wir knüpfen daran auch an und sagen, das Mikrobiom auf dem Acker und das Mikrobiom in deinem Magen sind im Grunde genommen die gleichen. Und das gibt Menschen eine neue Vorstellung davon, dass Vielfalt nicht nur bedeutet schöne Vögel und bedeutende große Säugetiere, sondern vor allen Dingen auch eine unglaubliche Vielfalt von Mikroorganismen. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielleicht kann Herr Professor Kosaka einmal kurz was zum Stand des biologischen Landbaus in Japan sagen, da Sie das ja in Ihrer Präsentation schon angedeutet haben. はい、それは 0.6 というのは登録されているもちろん JAS で、やっているものと非 JAS ってちょっと分かりづらいんですけども自分たちで相互にやっているようなものの数字の積み上げでございますが若く農業をやりたいという方の中には有機農業に対して関心が高い層もあるんですが必ずしもそういう人たちが、まあ、農地に対してアクセスがなかったりといった課題も今あります。で、まあ有名な有機農業の福岡さんとか いろいろな名前がヨーロッパでも知られている名前があるんですけども、まあ、現状としては一つ有機の、まあ、面積自体は非常に限定的であるということ、ただ、消費者の教育と合わせてフードシステム全体で、まあ、見ていかないといけないねという反省もやっているところ、流通ですとか生産者川上川下両方から働きかけていかないといけないというところを今議論しているところでございます。でもう一点だけよろしいでしょうか。日本の、消費者の動機ですね、アニマルウェルフェアでも有機でも比較的多いのが自分の、まあ、健康と美容ということが多いんです。アニマルウェルフェアについても何かそういう動物からの卵の方が美容にいいというふうに考える方が比較的多いのはちょっとドイツとは違う観点かもしれません。もちろんフェアトレードのチョコレートをバレンタインに送ろうとかそういう環境とかフェアトレードの意識も広がってはいるんですけどもすごくその個人の健康とか美容という意識が結びついているというのがなかなか環境を訴求していく上で悩ましい点だと感じています。以上です。 Ganz herzlichen Dank. Frau Matsuyama, Sie haben ja eine Initiative zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, Food Waste vorgestellt. Sowas gibt es in Deutschland ja auch. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch mit solchen Initiativen vertraut sind. Gab es etwas, was Sie heute besonders interessant fanden von der deutschen Seite? そうですね。いろいろ面白いことがありすぎてびっくりしているところなんですが、ドイツの方ではフードロスをちょっと聞き間違いじゃなければなんですが2030年までに半分にするっていうところですとかあとは結構果物野菜お豆の税金を、7% から 0% にするですとか具体的に結構政策的にも動かれているのかなというふうに感じました。で日本では結構まだ民間レベルでフードロスに関しても頑張っているところが、大きいのかなと思いますのでもうちょっと国としてもとかあとは、子どもたちの教育だったりとかっていうところでもフードロスに関して、もっと取り組みが広がったらいいなというふうに、感じました。で、ちょっと、ユッケルト・ヨーン先生のお話で印象的だったのが食っていうのが今までのルーティンだったり慣習だったりでなかなか変革するのが大変だっていう話があったと思うんですけれども逆に台所っていうのはキッチンっていうのは今日からでも一人からでも変えられる場所でもあるのかなと思いますのでそこはあまり重く考えすぎずに、自分が楽しいと思うこととかやれるところから何かアクションできるといいのかなというふうに感じました。はい。
Vielen Dank. Und ich glaube, die Frage geht direkt an Frau Professorin Rückert-John, die bestimmt gerne reagieren möchte. Kann ich gerne, ja. Also es waren ja verschiedene Aspekte, die Sie jetzt nochmal angesprochen haben, die ich auch sehr interessant fand. Also auch ein bisschen zu dem Aspekt, Ernährung steht so unter so einem Chiffre von gesund und schön. Finde ich natürlich auch aus deutscher Perspektive sehr interessant zu sehen. Ich hatte extra auch nochmal nachgeguckt. Der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch in Japan liegt bei 29 Kilo pro Kopf pro Jahr. Ne? Also das wäre im Grunde so die Orientierung für Deutschland, wenn wir davon sprechen, wir müssen am Fleischverzehr auf die Hälfte runtergehen. Ne? Also das ist in jedem Fall ein interessanter Vergleich und eine interessante Perspektive. Und das wird ja sozusagen dann viel stärker durch Gemüse, also durch eine pflanzenbasierte Ernährung dann auch ersetzt. Ne? Also insofern finde ich, ist das interessant, da auch zu schauen. Sie haben wesentlich geringere Adipositas-Übergewichtsraten. Ne? Also schon diese Aspekte finde ich sehr spannend. Sie sprachen nochmal das Thema Lebensmittelverschwendung an. Das ist ein großes Thema, eben auch politisch. Auch da nochmal die Fußnote interessant zu sehen. So Bottom-up-Grassroot-Bewegung, die Sie ansprechen, das war bei uns auch über eine längere Zeit viel stärker, stand das auch im Vordergrund, wie ich finde, aber weil es eben auf der anderen Seite politisch so ein Leck gibt, ja, oder gab. Jetzt finde ich, ist da viel mehr Bewegung drin, dass natürlich die Politik dann auch in Deutschland lange Zeit so unter so einem Thema von sozialen Innovationen auf diese Graswurzelbewegung geschaut hat, womit ich nicht sagen will, dass das unnütz ist, aber die brauchen natürlich eine politische Flankierung und entsprechende Bedingungen, die sie auch unterstützen. Und da bin ich zurzeit ganz hoffnungsvoll, auch mit dieser Neuausrichtung von Ernährungspolitik, dass das stärker auch Hand in Hand geht. Ne? Und in der Tat, es soll bis 2030 reduziert werden, die Lebensmittelabfälle, die wir in Deutschland haben. Das ist erklärtes politisches Ziel. Und da ist es, wie ich finde, auch sehr interessant, dass Politik eben da auch in den Dialog mit Unternehmen, Branchenverbände, also mit allen Akteuren entlang der Wertschöpfungskette geht, um mit ihnen gemeinsam zu diskutieren und zu verhandeln, was realistische Reduktionsziele sind und wie das sozusagen bis 2030 auch bewerkstelligt werden kann. Also so in diesem Sinne einer partizipativen Ernährungspolitik auch. Und vielleicht noch interessant in dem Zusammenhang für Sie, es gab auch so also einen Vorstoß des grünen Ministers auch in Deutschland, das sogenannte Mülltauchen zu legalisieren. Also das ist jetzt so aktuell in der Debatte auch sehr spannend, also inwieweit es auch rechtens legal ist, Lebensmittel, Abfälle, Reste aus Containern sozusagen rauszusammeln und selbst zu verwerten, weil wir eben wissen, dass ganz viel von dem, was weggeworfen wird, auch noch in einem verpackten Zustand oder auch in einem guten Zustand weggeworfen wird. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt die Fragen, die Sie da hatten, auch noch mit beantwortet. Also insofern spannender Vergleich, ja. Ja, vielen Dank. Frau Tschirner, es wurden ja gerade die Grassroots Initiatives erwähnt. Slow Food ist ja schon lange in diesem Bereich aktiv. Slow Food gibt es auch in Japan. Einerseits, was fanden Sie vielleicht jetzt ganz interessant oder neu? Andererseits könnten wir vielleicht auch schon mal ein bisschen öffnen in Richtung, was brauchen Sie denn? Die Politik wurde hier jetzt mehrfach erwähnt, um die Ziele von Slow Food zu realisieren. Welche Unterstützung würden Sie sich wünschen, um das Ganze von der lokalen Initiative tatsächlich auch zu einem global nachhaltigeren Agrar- und Ernährungssystem zu überführen? Auf jeden Fall natürlich die Unterstützung der Politik ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil alleine können das die Menschen nicht rumreißen. Ne? Was wollten ja... Momentchen. Wobei natürlich der Einzelne auch schon mithelfen kann, wenn er regional einkauft, saisonal kocht und diese Lebensmittel mehr gefördert werden, dann setzt sich das von unten auch nach oben durch.
Interessant fand ich jetzt von den japanischen Beiträgen, dass auch in Japan gegen Lebensmittelverschwendung Aktivitäten entwickelt werden. Ich wollte mal fragen, gibt es auch schon so wie in Berlin Restaurants, die wirklich ohne Reste arbeiten? Frau Matsuyama, wissen Sie was darüber? 食品ロスになりそうな食材を活用しているお店っていうのは結構あるようです。東京でも あとは、そうですね、食品ロスいろいろあるんですが、賞味期限が近いものもあれば、その急に豊作になったりとか、こうずれちゃって供給量がこう増えた時っていうのに、そういう、こう供給量が一気に増えちゃったものをなんとかお料理で提供するっていうレストランとかも聞いたことはあります。で、ドイツのベルリンでは確かインストック、あ、オランダだったかな、ドイツだったか、ちょっと失念したんですけれども、フードロス食材だけでレストランをやっているっていうのは参考にさせていただいておりました。はい。Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir nicht mehr so fürchterlich viel Zeit. Ich möchte aber unbedingt dem Publikum noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wenn Sie eine Frage haben, dann heben Sie bitte Ihre digitale Hand und wir gucken mal, dass wir Sie aufrufen können. Ich sehe Sie jetzt nicht alle. Ich fange jetzt mit der ersten Person an, die ich sehe. Das ist Frau Rotloff. Bitte stellen Sie Ihre Frage. Und idealerweise sagen Sie noch, an wen sich diese Frage richtet, weil das auf Zoom immer so ein bisschen schwierig zu regeln ist. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, an wen sie sich richtet, vor allem an die japanischen Kollegen. Mein Name ist Bettina Rotloff, ich arbeite an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist eine vom Kanzleramt und Auswärtigen Amt finanzierte Forschungs- und Beratungseinrichtung. Und da bin ich die Agrar- und Handelsexpertin. Und ich wollte politische Ebene einbringen, die auch genau die Kooperation möglicherweise Deutschland-Japan unterstärkt, und das ist der G7-Prozess. Dieses Jahr läuft die G7 unter Leitung Japans. Letztes Jahr war es unter deutscher Leitung, und ungewöhnlicherweise hatten beide diese G7-Stränge einen sogenannten Agrarstrang. Das ist nicht jedes Mal der Fall. Es hat sich vor allem unter deutscher Leitung sehr gefügt, weil es gleichzeitig mit dem russischen Angriffskrieg gewissermaßen sofort auf eine sehr außenpolitische Ebene die Nahrungsversorgung schob. Und jetzt gibt es das eben unter japanischer Führung. Mich würde interessieren, was die agrarbezogenen Prioritäten von Japan sind, sofern Sie das schon wissen, für diesen Agrarstrang. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Frage. Herr Kosaka möchte gerne etwas dazu sagen. Bitte sehr. 日本の場合は、肥料の多くを輸入に頼っています。で、ロシアからも、これまで輸入しているものが多くあるという中で、例えばカナダとの、流通路ですとか、そういったものを、まずは、増やしていくという話と、有機に限らずですね、肥料とか農薬の使用を抑えていくことで安全保障に結びつけていくことができないだろうかという議論にもなってきております。以上です。そこがプライオリティだと思います。はい、以上です。林部で auch gerne noch etwas dazu sagen。もう少し付け加えると、日本の食料自給率っていうのは実は非常に少なくて、30% 台、そういうこともあって、その食料安全保障っていう意味でですね、日本は非常に厳しい状態にある。肥料の輸入ももちろんあるんですけれども、食料の自給率そのものが低いっていうこと、それが非常に大事な観点じゃないかというふうに思います。以上です。 Yeah, ganz herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ich sehe jetzt hier keine.Digitalen Hände. Ich scrolle mich mal durch. Ah ja. Hier steht es nur der Vorname. Peter, bitte. Vielleicht können Sie kurz Ihren vollständigen Namen sagen. Jetzt müssen Sie Ihr Mikro. Ja, jetzt. Jetzt bin ich zu hören. So. Ja, gut. Mein Name ist Linke, Peter Linke. Habe schon öfter an Ihren Veranstaltungen teilgenommen. Sitze im Augenblick in Almaty.
Ich hätte eine Frage, die vielleicht ein bisschen wegführt von dem, was wir bisher diskutiert haben. Es gibt ja in Japan seit einigen Monaten Bemühungen, so ein Konzept wirtschaftlicher Sicherheit zu formulieren. Inwieweit spielt dort Landwirtschaft oder Lebensmittelsicherheit eine Rolle in diesem Konzept? Ich gebe mal die Frage weiter an die japanischen Kollegen und Kolleginnen. Möchte jemand darauf antworten? Ja, Herr Professor Kosaka, bitte. Hallo. まあ、もともと安全保障の分野、例えば大学で働いていると、技術が流出していないのかということに対して、近年かなり、まあ、厳しく制限をするようになってきております。で、先ほどの質問とも関係するんですが、アジアの非常に大きなプレイヤー、ここ20年で非常に大きくなったプレイヤーが、まあ、中国ということになります。買う力、技術力、すべての面において、非常に大きな存在になってきております。で、日本は買い負けるという経験をこれまであまりしなくてよかったんですけど、今後は、買おうとしても買うことができないということが、まあ、食料の面でもさまざまな、技術の基礎になるものにおいても起きる可能性が、まあ、指摘あるいは実際に起きてきているということがございます。もちろん互恵的な面もあり得るんですけども、隣国の非常に経済力技術水準が上がってきているけれども、まあ、必ずしも、全ての面で価値観を共有しきれない、隣人とどのように共存していくのかということの、一つ課題があるのかなと考えております。以上です。Ganz herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Frau, Herr Volk genannt, bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich hören. Danke. Ich koordiniere beim Umweltbundesamt ein Förderprogramm für deutsche NGOs, für deutsche Umweltverbände. Und wir fördern auch Projekte, die sich mit dem Thema Ernährungswende, Änderung des Ernährungssystems auseinandersetzen. Und meine Frage wäre, ob es auch in Japan staatliche Unterstützung gibt für Umweltvereine oder Verbände, die sich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auseinandersetzen und die vielleicht gefördert werden. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Frage. Wer möchte gerne antworten? Frau Mozerner, wie sieht das aus? Werden Ihre Aktivitäten, Sie sind jetzt ein Unternehmen, aber es gibt ja auch eine NGO dazu, werden die staatlich gefördert? Bekommen Sie Unterstützung zum Beispiel? 申し訳ないです。ちょっとその補助金を受けているところがあるかどうかというのはちょっと私の方はわからないんですけれども、その食品ロスがまあ無駄にならないようにNGO と連携して、例えば、まあ、子ども食堂だったりとかフードバンクさんの方に食料を連携する、ラディッシュ坊やの方でもやらせていただいているんですけれども、野菜の少しこう、品質には問題ないけれどもちょっと熟してしまっている果物とかそういうものを、子ども食堂さんと連携して、届けるといったような、NGOとの連携というのはあります。ただちょっと補助金はごめんなさい、ちょっと分からなかったです。あ、今子ども食堂の話をちょうどいただいていまして、これは日本でその、まあ、食と格差の、課題に対して対応しようとする、まあ、仕組みだというふうに思います。で、子ども食堂ってそういった経済的に困難な、あるいはそういった食に課題がある子どもに対して、まあ、コロナの中でも例えば、配るような形でそういった活動を続けてきた団体というのはあって、そこには一定の、まあ、補助金なのかあるいは支援なのかちょっと別わからないんですが、そういうことは行われてきたのではないかなと思います。ただ、ドイツと日本の一つのちょっと違いなのかなと思うのは、ヨーロッパ議会でも議論されているのは私ファームトゥフォークでも聞いてたんですけど、例えば、肥満とか栄養に対する情報が経済的な、まあ、格差と結びついているという認識が日本ではそこまで強くないという気がいたします。そういった恵まれないという
あの経済的な格差は食を提供するというところで、まあ、議論が終わっていて、あのもちろんその所得格差と、肥満に関係があるとかそういったところの議論というのがまだあまりないような状況で、それがファームトゥフォークでは議論されていて、まだ緑の食料システム戦略、日本の方の、戦略ではそこまで強く出ていないという気がいたしております。以上です。 Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt eine Frage im Chat und eine gehobene Hand. Ich würde aber gerne die deutsche Seite mal wieder etwas mehr einbinden. Deswegen würde ich jetzt einfach mal diese Frage aus dem Chat verlesen. Wie steht es mit dem Soja- oder Tofu-Konsum in den westlichen Ländern? In Deutschland wird Soja eher ambivalent betrachtet, obwohl mehr Sojaprodukte konsumiert werden. In Asien sind ja Sojaprodukte feste Bestandteile der Alltagsküche. Hier geht es natürlich jetzt um Alternativen zum Fleischkonsum. Ich weiß nicht, wer darauf etwas antworten möchte. Vielleicht Frau Professorin Rückert-John, wie sieht es mit Soja als Alternative zum Fleischkonsum aus? Ja, also wir diskutieren ja verschiedene Alternativen, ne? Also verschiedene Proteinquellen, Alternativen, Hülsenfrüchte und so weiter. Und Soja ist natürlich eine davon, aber hat natürlich auch hinsichtlich dann der Ökobilanz sozusagen Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten. Und insofern gibt es auch Bestrebungen, jetzt zum Beispiel, weil wir gerade bei Förderprogrammen sind und auch im Rahmen der Strategie für Eiweißpflanzenalternativen in Deutschland gibt es also auch Bestrebungen eben auf Hülsenfrüchte in Verknüpfung auch mit einheimischen Produktion, also mit einheimischen Produkten zu setzen. Das ist ganz interessant, ne? Also dass man da dann auch sagt, so die einerseits sollen es natürlich Alternativen sein, weil wir vom Fleisch runter müssen, salopp gesagt, ja, aber andererseits dann natürlich auch die Alternativen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsbilanz genauer angeschaut werden müssen, bewertet werden müssen und in diesem Zuge dann eben auch andere Quellen in den Blick kommen. Ne? Also so zum Beispiel die Linse. Ne? Und wenn man sich dann anschaut, wie ist die regionale Produktion, oder wenn wir im Supermarkt schauen, wo kommen die Linsen her, dann ist da jetzt schon ein bisschen Bewegung drin, dass es immerhin aus Europa mittlerweile jetzt stärker wird, aus Italien. Aber vor nicht ganz so langer Zeit war es sogar ein Bio-Supermarkt, das eben Kanada und China ist. Ne? So, und die Frage dann eben, wie können wir da vielleicht auch Produktion wieder aufbauen, die Alblinse im Schwäbischen zum Beispiel, ja, um mal die zu nennen, das ist dann interessant und da gibt es auch Bestrebungen und Forschung in diese Richtung, da in die Reise. In die ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt zwei Fragen. Frau Kimura hatte ihre Hand gehoben, sie würde ich gerne zuerst nehmen und bitten, ihre Frage zu stellen. Und dann Herrn Sudenfeld, und da die Zeit schon fast wieder um ist, muss ich leider mit diesen beiden letzten Fragen dann die Diskussionsrunde beschließen. Ich glaube, was wir alle mitnehmen können schon mal ist, es muss dringend einen Teil 2 geben, sodass wir diese Diskussion fortführen können. Jetzt würde ich zunächst aber Frau Kimura um ihre Frage bitten. はい、vielen Dank für die Gelegenheit。日本語で質問させていただきます。ドイツ人の友達と話をしていたり、小学生の子たちと、ドイツ語で話したりをしていると、日本の家庭科とか給食っていうのにものすごく興味を持ってくれて、私は家庭科で、日本のカリキュラムで、栄養学の基礎だったり、料理をどうするかっていうことだったり、そういう基本を学んだのすごくいいことだったなと思ってるんですね。で、ドイツの先生に伺いたいんですが、ドイツの教育プログラムで、そのグルンチューレだったり、みんなが受ける授業で、そういう栄養学の基礎だったり、料理の基礎だったり、そういうプログラムを導入しようという動きや、そういう可能性というのはあるとお考えですか？以上です。ありがとうございます。Frau Tschirner, wollen Sie vielleicht darauf antworten? Ja, bitte. Ja, da gibt es bisher eigentlich nur Forderungen, dass das passieren muss auf alle Fälle, weil es wirklich wichtig ist. Und danke. Dafür setze ich aus Löffut ein. Ich wollte jetzt gerade für kurze, prägnante Antworten wie diese plädieren, aber Frau Professorin Rückert-John, wenn Sie es ganz kurz machen könnten, bitte. Ja, insofern ist Japan dann ein super Vorbild auch für uns, kann man an der Stelle sagen. In der Geschichte, wenn man zurückguckt, dann hatten wir diesen haushälterischen Unterricht und die Schulküchen viel stärker an den Schulen. Das wurde radikal und massiv zurückgebaut und jetzt kommt man wieder dahin, genauso wie Sie sagen,
zu erkennen, dass diese praktische Auseinandersetzung ganz, ganz wichtig ist. Also Ernährung ist in Schulfächern sehr häufig wirklich sehr funktional zerteilt in Biologie, in Chemie, aber eben nicht wirklich als ein übergreifendes Fach, was dringend notwendig wäre. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Tja, und dann die letzte Frage von Herrn Sudenfeld, bitte. Ja, guten Tag, mein Name ist Hendrik Sudenfeld. Ich bin Student an der Hochschule Bremen, bin momentan in Japan. Meine Frage ist ein bisschen auf der hinsichtlich des Fleischkonsums, vielleicht dann auch in Japan die Überfischung, weil, wie Rückert Ion schon gesagt hat, der Fleischkonsum in Japan ist gar nicht so hoch, aber da vielleicht der Fischkonsum. Anfangs hatte Frau Dr. Münch gesagt, okay, wenn wir über Essen sprechen, müssen wir auch immer über traditionelle Gerichte wie Sushi, aber auch eben halt den Lapskaus sprechen in Deutschland. Wenn wir diese Gerichte einbeziehen, sind diese Gerichte eben halt immer stehen aus viel Fleisch oder aus viel Fisch. So, in Deutschland gibt es den Trend, immer mehr Wurst aus nicht fleischlichen Produkten herzustellen. Ist das der richtige Weg? Gibt es einen anderen Weg? Wie sieht es in Japan aus? Ist dort sowas überhaupt denkbar, dass man sozusagen Ersatzalternativen für Fisch sozusagen nimmt? Nicht vegetarische Sushi, wenn wir Natto als Beispiel nehmen, aber wirklich Fischersatzstoffe. Ist das ein Weg, der möglich ist oder überhaupt okay ist? Vielen Dank für die Frage. Wer möchte denn von der japanischen Seite gerne antworten? Ja, Herr Professor Kosaka, bitte. あの陸上で養殖をして、まあ、同じ魚であっても海への負荷を減らして陸域で養殖をするという試みは近年、まあ、増えてきて、あくまで魚なんですけども、あとは、まあ、寿司でいろいろな素材を作っていくということも、逆にその海外での文化が日本に逆輸入されてという可能性はあると思います。以上です。林部長、例えばですね、私たちが生産している椎茸ですけれども、これ肉厚のすごく歯ごたえがいいものは薄く切るとアワビのような食感になります。で、それで、まあ、寿司と一緒に食べるっていうようなこともあります。まあ、そういう意味で、まあ、いろんな食材を使いながら日本の寿司を食べるっていうようなことも十分あり得ると思います。以上です。Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, oh, Frau Matsuyama möchte noch was sagen, verzeihen.はい、すいません、魚についてちょっと日本人なのでいろいろ話したくなっちゃうんですけど、確かにお肉がすごい問題視されていて、じゃあ魚はどうなんだろうというところが疑問として上がるのかなと思うんですが、実はその先ほどもご紹介したように、日本ではその、まあ、魚を取ってはいるものの、その食べていない未利用魚と呼ばれるものもかなりありまして、そちらもまあフードロスになってしまっているので、なんかそこら辺のバランスっていうところも考えていかないといけないのかなというのと、あとお肉と違って、まあ、多分お肉は餌を与え、まあ、その家畜に餌を与えるっていうところですごい CO2 の問題があると思うんですが、まあ、魚も、まあ、取りに行く時にエネルギーはもちろん重油だったり使うんですけれども、まあ、天然のものっていうところがちょっとお肉と単純に比較するのは難しいのかなとは思いました。はい、逆にちょっとお魚はどういうふうにドイツの方たちは考えてらっしゃるのかはすごい聞きたいなとは思ってたんですけど、ちょっと時間がないかもしれないです。はい、ありがとうございます。 Ich werde mal gerade Frau Dr. Holtgrün fragen, dürfen wir noch eine deutsche Antwort einholen oder?Okay, wunderbar. Ja, wer von der deutschen Seite möchte denn darauf antworten? Ja, Frau Professorin Rotation. Ja, kann ja noch mal kurz. Also, wie stehen wir zu den Fischen? Ne? Schöne Frage. Das ist ja auch so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir natürlich auch wissen, Fische oder Omega-3, also sozusagen Fisch auch für die Ernährung, für die gesunde Ernährung wichtig ist. Und gleichwohl wissen wir aber, Thema der Überfischung und der Fisch an sich auch problematisch ist. Ne? Also insofern ist das für Deutschland, und wir wissen auch, dass wir, wenn wir Empfehlungen zugrunde legen, dass wir demnach auch zu wenig Fisch essen. Ne? Also insofern könnte man vielleicht sagen, ja, mit der ganzen Problematik des Fischs, und dann das zu wenig Essen, vielleicht müssen wir in diese Schienen mehr einsteigen, sozusagen das zu vertiefen. Ja, also insofern würde ich sagen, sind wir bei Fisch
essen wir eh schon weniger Fisch und haben dann vielleicht so diese Herausforderung nicht, wie sie in Japan ist, und wir deshalb eben eher auf das Fleisch schauen, dass wir vom Fleisch runter müssen. Vielen herzlichen Dank. Und mit diesem Statement würde ich zunächst allen TeilnehmerInnen an der Panel-Diskussion und allen Fragenden aus dem Publikum danken und zurück an unseren MC, Frau Dr. Holtgrün, geben. Ganz herzlichen Dank. Ja, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Ich übernehme hier wieder an dieser Stelle zunächst mal ein warmes Dankeschön wirklich an alle unsere SprecherInnen, auch die Keynote-Speaker, die sich hier noch einmal eingeschaltet haben. Ein herzliches Dankeschön an das Publikum, das hier aktiv mitgewirkt hat, nun in der letzten Runde. Und besten Dank auch ganz herzlich für die exzellente Moderation an Frau Professorin Reier. Außerdem möchte ich unserem Kooperationspartner der Japan Foundation, Herrn Kojima, und dem gesamten Team der Japan Foundation, mit denen wir hier wunderbar zusammenarbeiten durften, noch einmal herzlich danken. Abschließend auch ein Dankeschön an unseren Dienstleister für digitale Konferenzen, PCS, der den reibungslosen Ablauf hier ermöglicht hat. Ein herzliches Dankeschön an unsere Dolmetscherin, die unsere Kommunikation in diesem japanisch-deutschen Dialog. Ganz herzlichen Dank an alle in die Runde und hoffentlich bis bald. Auf Wiedersehen.